Ja, was geht ab, Leute? Mein Name ist Moduzzi, ich komme aus Offenbach, bin 38 Jahre alt, habe eine sehr wilde Vergangenheit hinter mir gesessen wegen räuberischer Erpressung, BTM im Großhandel, Rotlicht, Türschiss-Szenen. Wenn du Bock hast auf diese Geschichte, dann bleib dran. Wo bist du geboren und aufgewachsen? Ich bin geboren und aufgewachsen hier in Offenbach am Main. Im Stadtkrankenhaus, da wo viele Offenbacher aufgewachsen geworden ist, ja. Würdest du sagen, du hast eine typische Offenbacher Kindheit erlebt oder gibt es Unterscheidungen? Ja, eigentlich schon. Halt ein bisschen extremer, aber ja, auf jeden Fall. In welcher Form extremer? Extremer, von viel auf die Straße unterwegs gewesen, schon in jungen Jahren und schulisch nicht so 100% dabei gewesen, ja. Wie jeder dritte Offenbacher fast. Was meinst du, was gab es für Defizite in der Schule? Mich hat die Schule eigentlich schon als Kind auf an nie so interessiert, weißt du, schon mal so. Ich meine, im Endeffekt habe ich jetzt auch jetzt die Schule nicht mehr gebraucht, weißt du. Ich habe das große Geld auch ohne meine Bildung verdient und gemacht, weißt du, ich meine. Ja, bevor so der Straßeneinfluss kam, wie war denn so deine Kindheit? War sie eher schwierig oder? Nö, eigentlich komme ich aus einem guten Elternhaus. Ich habe einen stabilen Vater, der war Boxer. Eine gebildete Mutter, die ist auch Dolmetscherin gewesen in Schulen, Gymnasium und so alles drum und dran. Aber wie gesagt, Digga. Ich bin direkt aus dem Vogelnest raus in die Freiheit geflogen. Okay, also gab es schon Anzeichen zur Grundschulzeit, dass du quasi diesen Weg gehen wirst? Ja, safe, ja. Safe. Was waren denn so die ersten Schwierigkeiten oder die ersten auch kriminellen Erfahrungen? Meine ersten kriminellen Erfahrungen waren, indem ich halt die Gewalt kennengelernt habe, weißt du, ich meine? Ich kam ja schon aus dem Kampfsportbereich, ich habe ja schon als Kind angefangen mit Judo und was weiß ich was. Und dieses Gewalt, dieses Machtinstinkt in den Schulen und in den Klassen, das hat mich schon dieses ADHS-mäßig, weißt du, man? Gibt es einen Unterschied nicht zwischen Gewalt auf der Straße und Kampfsport? Ja, natürlich. Also ich wurde ja halt von meinem Kampfsportlehrer so erzogen und trainiert, dass ich jetzt nicht auf der Straße rumgehe, aber das hat mich ja auch gar nicht interessiert im Endeffekt. Also würdest du sagen, die Zeit in der Grundschule war schon etwas gewaltgeprägt oder noch nicht? Doch, schon, natürlich, ja, auch, ja. Geht es um Mobbing-Geschichten oder? Nee, eigentlich Mobbing war ich irgendwie so dagegen, aber ich war halt so auch voll so derjenige, der so, wenn ich so gemerkt habe, dass Kinder untereinander Stress haben, habe ich mich eingemischt. Ich habe es geliebt, wenn ich zum Beispiel Stress gesehen habe und ich mich einmischen könnte. Was waren das dann für Stresssituationen? Keine Ahnung, wenn zum Beispiel ein Mädchen gehänselt worden ist, die ein bisschen hässlich aussah, dann bin ich hingegangen, dann habe ich mich für sie eingesetzt und das war schon in den jungen Jahren so. Also eher für Schwächere eingesetzt? Ja, natürlich, safe, heute okay. Noch. Ja. Achso, das hat sich durchgezogen, wie erfahren. 100%. Okay. Ja. Konntest du von vornherein dominieren durch deine Kampfsporterfahrung? Oder nö, eigentlich nicht. Ich meine, ich wurde ja mit Ohrfeigen erzogen von meinem Vater. Und deswegen habe ich es umgestellt. Das, was ich von meinem Vater beigebracht bekommen habe, habe ich direkt weitervermittelt. Also Moment, hast du die ersten Gewalterfahrungen zu Hause gemacht und dann auf die Straße gebracht? Richtig, oder? Ja. Weil mein Vater hat mich auch ab und zu trainiert und so alles. Und ab und zu, wenn ich mich auch nicht benommen habe und so, habe ich hier natürlich einen auf den Deckel bekommen. Und das hat mich ein bisschen bestärkt und danach bin ich direkt raus und habe das so gezeigt. Ich kenne das ja von zu Hause auch. Geht es um harte Erziehungsmethoden oder ging das schon in eine härtere Richtung? Nee, also meinst du jetzt von zu Hause aus? Ja. Nee, zu Hause aus hatte ich eigentlich gar keine harte Erziehung und so alles oder so. Aber natürlich, ich habe einen stabilen Vater gehabt, eine Respektperson, der auch sehr gefürchtet worden ist damals in den jungen Jahren. Natürlich gibt er mir auch das mit und erzieht mich als ein Mann. Der war zum Beispiel abgefuckt, wenn ich nach Hause kam mit einem blauen Auge. Dann hat er mir noch eine geschoben, damit ich nie wieder mit einem blauen Auge nach Hause komme. Das nennst du keine harte Erziehungsmethode? Nee, das war eher so, keine Ahnung, McTavisen wurde, glaube ich, auch so erzogen. Kann es sein? Okay, du kannst auf jeden Fall noch positiv zurückblicken und... Nee, aber ich sag die Wahrheit, die hat mich sehr geprägt, die Kindheit. Also ich weiß jetzt, ist irgend so ein kleiner Milchbubel will zu sagen, ja, meine Eltern haben mich misshandelt und geschlagen und so. Aber hätte mein Vater damals mich nicht so erzogen, wäre ich nicht heute da, wo ich heute bin. Also da kannst du differenzieren. Es ging nicht 100%. Um Misshandlung, sondern um harte Erziehung. Erziehung, genau. Wenn du Scheiße gebaut hast. Richtig. Ne? Also es geht nicht um wahllose Gewalt richtig oder sowas. Richtig. Halt, was musstest du denn falsch machen, um zu kassieren? Schulgeschwänzt, Gewaltdelikte, wenn es rauskam nach Hause, Diebstähle, also gewiss nicht Diebstähle von irgendwelche Taschendiebe-Sachen, sondern so räuberische Erpressung, Schutzgelder, was weiß ich was. In jungen Jahren schon?
Ja, ist schon 17, 18 hat es angefangen. Wann fingst du an mit Diebstähle und räuberischer Erpressung? Mit 14. 14? 14 habe ich angefangen. Ja, das hat mich aber, das war jetzt nicht so etwas, was ich gebraucht habe, sondern ich habe es einfach gemacht. So. Hast du das von alleine gemacht oder hast du das schon kennengelernt von anderen? Kennengelernt, kennengelernt. Das heißt, wo hast du mitbekommen, dass es so was Also gibt ich bin wie... in der, ich war ja in so eine sehr, ich war in eine schwer erziehbare Schule, heißt es genau. Und da waren halt sehr viele Flüchtlinge, sehr viele gute Brüder mittlerweile heute von mir, die aus dem Kriegsgebiet kamen und so alles. Und die haben wirklich live erlebt, wie die Eltern hingerichtet worden sind. Und die kommen wirklich hierher mit einem Kriegsschaden. Und du musst überlegen, ich habe mich in den jungen Jahren in diesen Wolfsrudel mit eingemischt und habe dann ihre Charaktere abgeschmiert bekommen. So wurde ich dann auch immer Zeit. So, mich hat halt kein Messer mehr interessiert oder ob jemand dir eine Waffe gegen Gesicht hält und so. Weil die haben mir Tag und Nacht, jeden Tag in der Schule, haben die erzählt, was sie halt hinter sich haben oder was sie erlebt haben. Oder er sagt, ja, ich lebe gerade in einer deutschen Familie. Warum? Weil ja, weil meine Eltern in der Luft gesprengt worden sind und so. Und das sind so Sachen, wo du so dir in den jungen Jahren so damit aufwächst und die denkst, alle krass, weißt du, ich meine, so, der ist so abgehärtet, dass ich das irgendwann mal so von alleine mitbekommen habe, diese Charakter. Also der hat mir diese Charakter so mitgegeben, weißt du? Haben diese Traumata von deinem Umfeld dann quasi auf dich abgefärbt? Ja, auch auf jeden Fall. Natürlich, ich konnte ja mitfühlen, weißt du, ich meine, wenn ich jetzt nach Hause gegangen bin, wir hatten Bayram oder was weiß ich was, und die anderen Schüler, die keine Eltern hatten, sind halt traurig irgendwo hingegangen, um Bayram zu feiern. Das hat mich so ein bisschen mitgenommen und dann habe ich schon mitgefühlt und irgendwann bist du so abgehärtet, weißt du, dann schätzt du auch mehr. Waren deine ersten Freunde und dein Umfeld überwiegend dann Leute, die so härtere Schicksale erlebt Ja, haben, so? ich bin auch, also ich bin bei denen geblieben. Ich habe nie die Interesse gehabt, mit irgendwelche gebildeten Freunde abzuhängen oder der Abitur macht oder so. Ich bin immer mit diesen Straßenjungs geblieben, die auch wirklich auch wie Männer Brot nach Hause gebracht haben, was weiß ich was. Die ersten Erfahrungen, weil du meintest, so kriminell waren dann doch eher so Gewaltdelikte und Diebstähle. Ja. Was war da so der Einfluss, beziehungsweise hat es dir an etwas gefehlt oder warum ging es in diese Diebstahlrichtung und warum räumst Nö, du das war auf? einfach so, du warst jung, dumm, hast halt so ein bisschen die Dummheit mit ausgelebt, sozusagen. Ich meine, keine Ahnung, ob du jetzt in eine Apotheke reingerannt bist, weil die Dame gerade hinten im Lager ist, um irgendwelche Aspirin zu suchen, bist du hingegangen, hast die Kasse rausgerobbt und bist rausgerannt. Hast die Kasse in irgendeinem Wald kaputtgeschlagen, hast die rausgerannt, dann bist du in irgendeine Kirmes gegangen und hast das Geld den ganzen Tag auf den Kopf gehauen. So war das. Hast du das Geld gebraucht oder ging es darum, dass Nö, ich du habe es nicht gebraucht. ein bisschen... Also in den jungen Jahren natürlich, ich komme aus einem guten Elternhaus, nicht aus einem reichen Elternhaus, aber aus einem sehr guten Elternhaus, islamisch erzogen, was weiß ich was, das ist schon reich genug für mich. Und da kriegst du natürlich 24/7 liegt Essen auf dem Tisch, 24/7 hast du Freude zu Hause. Jetzt nicht an Kleidung oder Essen Nein, gefehlt, auf gar keinen Fall. aber du wolltest ein bisschen mehr, kann man sagen. Richtig, Ja. genau. Also das heißt schon eigener Antrieb. So hat mich auch mein Vater erzogen, dass Ja. ich wirklich als junger Kerl, als sein Mann draußen rumlaufe, dass ich mein Geld verdiene. Und nicht, dass ich sage, ja, jeden Sonntag gibt es 5 Euro Taschengeld. Alter. So was gab es bei mir noch nie. Was waren für dich respektable Persönlichkeiten in deinem Jugendalter? Wie meinst du? Auf wen hast du aufgeschaut? Männliche Ach so, Vorbilder? normal, wir hatten hier richtige Legenden. Also in Offenbach hatten wir wirklich von Mafiosis bis Straßengangster hatten wir da wirklich viele Idole. Und auch Legenden, wo wir in jungen Jahren voll krass auf die aufgeschaut haben. Weil es gab so halt so Tage, die sind mit ihren Ferraris, in ihren SL500er Cabrio, mit 1 Kilo Goldketten haben die geparkt und die saßen da, waren 12 Jahre alt und haben gesagt, Alter, krass. Haben die Autos und der Schmuck die zu Idolen gemacht oder was war's? Nein, nein, der Machtum, der Machtum. Jeder hat Respekt vor denen gehabt. Es hieß wirklich, wenn einer die gegrüßt hat, hat er eine Woche darüber geredet. Ich habe den gegrüßt. Das waren, heute sind wir so, haben wir diese Trophäe übernommen. Heute laufen wir durch Offenbach so rum. Auch vielleicht gegrüßt worden, wenn man von den Älteren und den Größeren. Ja, natürlich, weil man beneidet die, man würde gerne so sein, irgendwann mal wie die. Das war halt so, das ist krass. Und wenn du dann halt nach links geguckt hättest, dann hast du so einen Gaswasserinstallateur gesehen, der so mit so einem eingesenkten Körper zur Arbeit läuft. Und ihnen ist alles scheißegal, aber dann guckst du nach da, da strahlt alles. Sonne, das, Regenbogen, das, weißt du, meine? Wusstest du schon in den jungen Jahren, was die gemacht haben, um diese Dinge besitzen zu können? Ja, Ja? natürlich. Weil es gibt ja verschiedene Ansichten halt, was Respekt hervorrufen kann halt, ne? Ein Gaswasserinstallateur hat vielleicht weniger Geld, aber vielleicht hat er andere moralische Werte. Hat sowas eine Rolle gespielt? Nee, zu der Zeit, wenn du so einen Hardcore-Instinkt hattest und so einen Gedanken, dann hat dich wirklich gar nicht interessiert, was dieser Gasinstallateur, ob er jetzt ein ruhigeres Leben führt als der
oder was ist Hauptsache, die hat dieses Glamour, dieses Rampenlicht und was weiß ich was, hat dich voll baff gemacht. Weißt du, ich meine, natürlich heute in meinem Alter denke ich mir alle, ich hätte gerne diese Rolle vom Leben gehabt, weißt du, meine, ja, nicht 200 dann, Gefängnisse hinter mir. Wenn man dann das ein bisschen hinter sich hat und weiß vielleicht, was für einen Preis das auch alles hat. Ja, natürlich, ja. So. Aber am Anfang warst du da schon eher abenteuerlustig und gesagt, ja, okay, natürlich, risikobereit. Ja, ja, auf jeden Fall. Sowas. Hast du dann... Lief es erstmal glatt so mit kriminellen Delikten, mit räuberischer Erpressung oder mit Diebstahl? Ja, es lief mal eine Zeit halt gut, bis du dann irgendwann mal gestolpert bist und dann hast du wirklich einen Schlag von dem Schicksal bekommen, von dem Karma, weißt du? Mhm. Wann dann hattest du die erste polizeiliche Erfahrung? Die erste Verhaftung hatte ich mit 21. Nee, sorry, mit 16. 16? 16. 16. Du warst aber schon mit 14, 15 aktiv. Ja, ja, mit 14, 15 so auf die Schulen. Okay, das. Aber da wurdest du nicht erwischt? Und nein, nein, gar nicht. Doch einmal, gell, wo du mich da verhaftet, wo die... Einmal, das war aber so ein kleines Kindding. Da bin ich auf dem Weg zur Schule gewesen mit dem Rucksack, mit einem Freund von mir. Und der hat früher damals lange Haare gehabt. Der kam auch aus dem Kriegsgebiet. Und wir laufen an so einem Haus vorbei hier in Offenbach. Und da war so ein Tor. Und da waren so Paletten mit so kleinen Milchpäckchen. Und ich laufe mit dem vorbei und sage, ey Bruder, guck mal da, überall Capri-Sonne. Das war gar kein Capri-Sonne. Wir haben uns ja manchmal einfach ins Kummer gelogen, weißt du. Ich sage, dann haben wir so ein paar Paletten mitgenommen, sind so gelaufen und danach haben wir die so gebunkert. Dann sind wir wieder hingelaufen und er ist dann raus. Ich bin dann drinnen geblieben, weil ich so gierig war und wollte einfach 30 Stück so halt nehmen. Das waren so kleine Sixer. Dann ist der Eigentümer vom Haus gekommen und hat mir eine Bombe geschoben. Dann bin ich zwischen den Paletten runtergefallen und hat der Tor zugemacht, hat die Bullen angerufen. Dann bin ich abgehauen. Da habe ich mich irgendwie so befreit, bin ich abgehauen, bin zur Schule und die Polizei hat dann rausbekommen, wo ich war oder hat meinen Freund festgenommen gehabt und hat dann halt rausbekommen, dass er in der Schule ist und dann sind die alle Klassenräume gegangen, haben mich schon erwischt. Das war die erste Verhaftung mitgenommen zu Revier, Mutter musste mich abholen. Es war eigentlich die Gier, die sie dann übertreiben lassen. Ja, das war die Gier. Einfach dieses, boah, krass, das liegt da umsonst. Das war ja nicht, wir haben ja nicht das als Diebstahl gesehen, sondern es war einfach für uns so, das liegt da umsonst, für uns so gerufen. Das waren in jungen, dummen Jahren, sag ich jetzt mal. Ja, man sagt ja auch, Gelegenheit machen Diebe. Und ja, da war safe, die Gelegenheit genau, da. Genau. Was hatte das überhaupt eine Auswirkung auf dich? Konsequenzenmäßig? Nee. Gar nicht? Nee. Du hast genauso weitergemacht wie zuvor? Ja, danach habe ich halt ein bisschen so. Ich war dann halt voll krass auf Sport fixiert und habe dann halt angefangen, mehr so auf diese Gewaltdelikte mich zu fokussieren. Warum war das so stark im Mittelpunkt? Weil. Ich komme aus einer Gegend, wo so Machttum sehr wichtig war, weißt du, so dieser Respekt sein und so alles war sehr wichtig und dann, egal wo du bist, hast du halt diesen Respekt bekommen und durch diese Stabilität und so alles, deswegen war es mir halt wichtiger. Ging es um Anerkennung auf der Straße? Richtig, genau, das war die Anerkennung, richtig, das hast du gut gesagt. Was mit Machtstrukturen, ich meine, es gibt ein gesundes Verhältnis, ne, was Verantwortung angeht, ne? Ja. Aber dann gibt es auch halt Machtmissbrauch. Also es gibt ja oft dieses so, wenn man auch dann zum Unterdrücker wird. Nee. So weit ging es bei dir nicht? Niemals. Also ich komme aus einer Gegend, mein Umkreis, halt meine Stadt, da gab es diese Unterdrückung überhaupt nicht. Dass du jemanden Schwächeres holst und oder jemand, der Geld hat, dass du den unterdrückst und was weiß ich was, oder den adoptierst, halt, gab es nie. Warum war es dir dann so wichtig, diese Macht auf der Straße zu haben? Ja, weil durch Macht verdienst du auch viel Geld. Also war die Intention eine finanzielle? Ja, richtig. Das war halt, da kommen halt die gewissen Personen, die merken, okay, der ist schwach, der ist stabil, komm her, Bruder, lass uns was machen. Kann man sagen, dass du schon im Teenageralter im kriminellen Milieu aufgestiegen bist? Richtig. Was waren so die Dreh- und Angelpunkte? Schutzgelder, was waren es noch? Schutzgeld fing an? Ja, Schutzgelder, genau. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Ja, du bist wie halt... Wie wird man Schutzgelderpresser, kann man sagen? Schutzgelderpresser, ja, das war, hat so angefangen, dass du zum Beispiel so, keine Ahnung, ich habe ja, bei mir war es ja so, es gab so gewisse Läden, die sehr gut gelaufen ist und du bist hingegangen, hast gesagt, ey Bruder, wenn irgendwie hier drin was ist, melde dich jederzeit bei uns, weißt du, da warst du voll auf Testo, auf Thai-Boxen-Filme. Und dann sagst du vom Optiken auch stabil aus. Dann bist du hingegangen, hat er dich erstmal nicht ernst genommen. Nee, Bruder, hier läuft alles gut. Zweite Mal hingegangen, Bruder, hier läuft alles gut. Dritte Mal hast du jemanden hingeschickt, der da ein bisschen Stress macht. Dann bist du hingegangen, hast diesen Stress geklärt. Dann hat er sich gedacht, okay, da hat doch recht gehabt. Bruder, gib mir jede Woche die und die Summe. Und dann passiert in der Laden nichts. Irgendwann wollte er abspringen. Dann hast du ihm mit Gewalt gesagt, nee, du bleibst jetzt in diesem Vertrag drin.
Fertig. Also ab da wird es dann doch Erpressung. Ja, aber du hast ja eine andere Art von Menschen erpresst. Du hast ja keine Art von Menschen erpresst, die so Dings da, die jetzt schwach waren oder so. Du hast Menschen erpresst wie Robin Hood. Ich war Robin Hood, kann man sagen. Aber irgendwann mal gab es wirklich diese Situation, wo so ein bisschen die Straßen wilder wurden. Dann kamen die Leute wirklich auch von alleine zu dir und sagen, hey Mo, wie sieht's aus? Kannst du bitte ein paar Leute bei mir hier vom Laden hinstellen? Hier gibt es viel Stress, bla bla, hin und her. Dann hast du halt ein paar Leute hingestellt und hatte die halt, dann gab es diese Kettenreaktion. Hast du mal mit naiveren Menschen da zu tun gehabt, die zum Beispiel sagen, ich lasse mich hier nicht erpressen, ich rufe die Polizei? Ja, natürlich. Das war ja auch der Grund, warum ich dann kurz verhaftet worden bin. Alter. Ach, sogar so weit ging's? Ja, ja. Okay, wie lief die Verhaftung ab? Die Verhaftung lief wirklich sehr, sehr ekelhaft. Eigentlich hatte ich nur ekelhafte Verhaftung, aber die Verhaftung lief so ab, dass ich mein Handy bei einer Tat in einem Wald geschmissen habe und dieser Typ hat halt direkt in dieser Nacht eine Anzeige gemacht und dann haben die, der hat auch meine Nummer eingegeben bei der Polizeirevier, dann haben die mein Handy geortet, weil ich Idiot das Handy nicht ausgemacht habe, wo ich es im Wald geschmissen habe, in einem Kreisel und so sind die auf mich gestoßen, dann sind die zu mir nach Hause und dann haben die Türen eingetreten, mich verhaftet, dann war ich erstmal 2 Tage in Gewahrsam und dann haben die mich freigelassen, bis ich dann fast 130 Gerichtstage hatte. Oh, so viele? Weil alle Fälle dann rauskamen. War das deine erste große Verhandlung? Das war ich habe noch eine Verhandlung vor kurzem hinter mir. Deine erste jetzt in deiner Laufbahn, meine ich? Ja. Ja? Aha. 130 Tage? 130 Tage. Die haben fast, ich glaube, 3-4 Jahre zurück. Okay, dann haben die... Ja, weil dann irgendwann mal die Kaulquappen zu Frösche wurden, haben die angefangen zu reden. So. Okay. Ja. Was hat dir gedroht? Ich glaube, 6-7 Jahre hat mir gedroht, weil die nicht so viele Beweise hatten. Und ich habe meine Packung genommen, habe meine Fresse gehalten. Ach so, die Anklage, du hast die Urteil... Ich habe die Urteil bekommen, ja. Und das waren wie viele? Wie viele Täter oder wie viele? Wie lange ich bin 4 Jahre auf Bewährung gekriegt. Hast du bekommen, okay. Ja. Und wie ging es dann weiter? Hast du dann runtergeschaltet? Ich habe dann kurze Zeit runtergeschaltet, ja. Dann habe ich angefangen, so mich intensiver im Nachtleben breit zu machen, auf Deutsch gesagt. Habe ich Türen angefangen zu arbeiten, in Bordells habe ich angefangen zu arbeiten, habe selber Bordells geführt. Dann wurde ich von Türsteher-Szene, bin ich dann komplett ins Rotlichtmilieu reingerutscht. Also das heißt, du hast dich weiterentwickelt, ja. Kann man sagen. Das fing an mit dem Diebstahl, räuberische Erpressung, Schutzgeld. Ja. Nach Schutzgeld bist du an die Tür gegangen und darüber die Kontakte geklärt ins Rotlichtmilieu. Richtig. Ja? Richtig. Okay, wie fing es für dich im Rotlichtmilieu an? Was waren deine ersten Steps? Meine ersten Steps waren, ich habe erstmal in dem ältesten Bordell, ich glaube, der Welt gearbeitet. Das war hier in Frankfurt oder Europas, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Es war so ein kleiner Bordell. Da habe ich erstmal als Security gearbeitet. Weißt du, da hast du halt aufgepasst, dass kein Stress im Haus ist. Da warst du ganz alleine da. Dass die Frauen ihr Geld wirklich auch bekommen von den Gästen und dass da keine Gewalt passiert im Haus, besoffen rausgeschmissen und bla bla. Und habe ich mich halt so krass hochgearbeitet, bis dann halt dieses Rotlicht mich so immer mehr kannte. Da habe ich halt angefangen, in größeren Clubs zu arbeiten, wo wirklich auch mal voll schwer reinkommt. Also, wow. Also du hast den Namen gemacht in der Szene, richtig, kann man sagen. Genau. Und dann war auch Verlass auf dich. Richtig, ja. Dein Ruf war, wie war dein Ruf? Wie würdest du mich positiv, loyal, positiv. Ja. Ich bin halt, ich habe halt wirklich so einen Ruf, dass ich so hinter jemandem 100% stehe, weiß ich meine. Wie kann man deine Tätigkeit beschreiben, die du dann da drin hattest? Wie kann man die beschreiben? Das war krass, diese Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Hat das was von Zuhälterei? Nein, um Gottes davon, niemals. Nein? Nein, 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 nein. Okay, wie würdest du es dann umschreiben? Das war halt das einzigste Negative, was ich von der Vergangenheit mitgenommen habe, dass ich heute in diesem Alter jeden Menschen auf dieser Erde immer erklären muss, nein, ich war kein Zuhälter. Weil wenn ich jetzt nicht aus dieser Szene komme, dann denkt man wirklich, ich bin ein Zuhälter gewesen, aber ich war kein Zuhälter, weil ich war ganz normaler Security, der für Sauberkeit gesorgt hat im Rotlicht. Wie definierst du einen Zuhälter? Was der Zuhälter? Ja, deine Arbeit und die Arbeit eines Zuhälters. Ich sag die Wahrheit, also ich bin wirklich über 20 Jahre in diesem Milieu gewesen oder bin immer noch, also ich kenne immer noch sehr viele sehr gute Brüder von mir, die da aktiv sind. Zuhälter gibt es nur in Filmen, meine Meinung. Das ist so, keine Ahnung, also es war jetzt keine Zuhälterei, weil Zuhälter ist wirklich einer, der so 200 Frauen besitzt und jede Frau gibt den einmal in der Woche 100 Euro. Dann hast du jeden Monat deine 50.000 bis 100.000 Euro.
Also 200 Frauen, das ist, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Zuhälter. Gibt's. Ja, natürlich, habe ich kennengelernt. Das ist eine große Nummer. Habe ich kennengelernt. Ja. Ich habe Leute kennengelernt, die halt wirklich auch im Monat fast eine Mio gemacht haben. Also. Aber jetzt, der Job eines Zuhälters hängt ja jetzt nicht von der Anzahl der Frauen ab, mit denen er dann arbeitet, oder? Genau, also, hängt halt eher ab, was sie so verdient. Ich denke jetzt auch, was die Anklage betrifft, juristisch gesehen, wenn es jetzt ins Menschenhandel geht, richtig, ne, ist das für dich der Begriff eines Zuhälters? Oder auch was? Nein, richtig, genau. Ja? Ja. Oder auch was, weil du jetzt auch über den Schutz der Frauen gesprochen hast. Ich meine, das ist ja auch die Aufgabe eines Zuhälters, oder nicht? Ja. Dass die Freier bezahlen, dass sie nicht schlagen, dass sie... Ja gut, aber das ist ja mehr so dieser Zuhälter, der sich um Frauen kümmert, die so im Straßenstrich stehen. Ja. Und Straßenstrich ist ja das Tiefste überhaupt. Das ist ja schon Junkie-Film, weißt du? Das heißt, bei dir reden wir von etwas... Luxuriöserem. Noblere Verhältnisse. Ja, natürlich. Bei mir kamen Promis, Hollywood-Stars, Profifußballer, was weiß ich was. Also... keine Ahnung, wenn ich jetzt wirklich einer bin, der so wirklich mal so ein Buch schreiben würde, ich glaube, morgen wird Hollywood Insolvenz gehen, Alter. Lass doch mal ein bisschen detaillierter auf den... Ja, weil du hast wirklich auch krasse Sachen gesehen. Okay. Also wirklich auch von so Schauspielern gesehen, die du wirklich voll so... Sportler, krasse Sportler, die du wirklich nur vom Fernsehen gekannt hast als Kind und was weiß ich was. Yeah. Und die kommen dahin, machen so ekelhafte Sachen, Digga. Da hast du auch die Musikszene... Da ich schon so, keine Ahnung, das war schon, da war ich auch einerseits stolz drauf, dass ich aus dieser Szene komme, weil ich mir gedacht habe, Gott sei Dank bin ich nicht von dieser Partei, dass ich nicht sowas machen muss, weißt du, also mich in sowas begeben muss. Wie sah dein Alltag aus? Was kriegt man denn so mit, wenn man an der Tür steht und auch für die Sicherheit sorgt in einem niveauvolleren Bordell? Mein Alltag lief so ab, ich bin um 11 Uhr aufgestanden, bin ins Training. Vom Training aus bin ich raus, frühstücken gegangen, Sonnenbrille angehabt, Auto da, diese Dach war offen für mein Cabrio. Mein Hund war mit mir. Dann bisschen Solarium gegangen, hast ein bisschen Schmuck gekauft. Hast du Pediküre gemacht, Maniküre, hast darauf geachtet, dass deine Diamanten immer glänzen. Du warst, halt Optik war A und O in dieser Szene. Fresh, genau. Okay, und der Arbeitsalltag? Arbeitsalltag lief dann so ab, du bist zur Arbeit gekommen, hast deinen Kollegen abgelöst, warst du da, ganzen Frauen haben sich bei dir, haben dich begrüßt, kamen in ein Büro, haben Miete bezahlt und bla bla, dann saß du da und hast deine Zeit abgearbeitet. Meinst du, mit Miete bezahlt jeder seinen eigenen Raum? Richtig, genau. Du musst überlegen, ein Bordell oder ob es jetzt ein FKK-Club ist oder sonst was, läuft eigentlich wie so ein Hotel ab. Die Frauen kommen dahin, mieten sich dann ihren Room und du sitzt einfach da als Empfangsdame oder wie das heißt und sorgst halt dafür, dass die halt wirklich, wenn die ihre Zimmer gemietet haben, dort keine Kopfschmerzen haben. Ja. Naja, und eine Frau, also als Sexarbeiterin im Rotlichtmilieu braucht man ja auch Schutz. Ja, natürlich. Ja, also das ist ja halt eine Aufgabe, die dann du übernommen hast, war deine, oder? Richtig, genau. Warst du der Mann fürs Grobe, kann man sagen? Richtig, ja. Was gab es da für Konfrontationspunkte? Boah, vieles. Was ist zum Beispiel passiert, wo diese Frau Schutz benötigt hat? Zum Beispiel... es gab manchmal Fälle, wo ich wirklich eine Knarre im Kopf gehalten bekommen habe für eine Frau. Von einem Kunden? Psychopathen, ja, genau. Okay. Es gibt ja wirklich diese perversen Leute, was leider Gottes sich auch vieles in Deutschland befinden tut von diesen Leuten, die wirklich so ihre komische Fantasie ausleben wollen. Und was weiß ich was, sie stehen drauf, Frauen zu erniedrigen oder was weiß ich was. Und da gab es mal so einen Fall, wo die Frau sich mit ihm in den Zimmer so halb geschlagen hat oder sich so befreien wollte und hat das Telefon getroffen und bei uns die Telefone in den Zimmern von den Frauen. Das heißt, wenn die den Hörer nur abnimmt, kriege ich schon Alarm in mein Büro, weißt du? Das heißt, sie muss keinen Knopf drücken im Hörer. Dann bin ich halt hoch und habe Tür aufgemacht, wenn man sich nur noch so im toten Winkel ist da so eine Knarre. Dann habe ich die Tür aufgeschlagen, bin rein und dann ist der Typ auf dem Bett geflogen. Und das war halt so eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, boah, Digga, das mache ich nie wieder, Alter. Weil alle, weißt du, morgen wäre ich jetzt im Flieger in Marokko als Leiche und die hätten mich dort gewaschen. Für sowas, Alter, weißt du, ich meine. Und das war halt die Situation. Dann habe ich mir wiederum gedacht, guck mal, was in Wirklichkeit hier abgeht im Rotlicht, weißt du. Naja, da ist man halt konfrontiert mit unberechenbaren Situationen. Richtig. Man weiß halt nicht, was für Menschen da auftauchen. Genau. Und vor allen Dingen, wie viel ist
Also wann ist etwas gespielt, wann ist es echt? Ich meine, es gibt ja Rollenspiele vielleicht, und wenn dann rumgeschrien wird, kann man das vielleicht... Nein, das war schon echt. Also der Typ ist auch wirklich abgehauen. Das war in einem Winter. Ich bin komplette Treppen, bin ich auf die Fresse geflogen, weil es auch nass war wegen Schnee. Bin ich halt hinterher gerannt, dann habe ich die Polizei angerufen, die ist erst nach 2-3 Stunden gekommen. Weil ich gesagt habe, eben hier wurde gerade eine Knarre gegen Gesicht gehalten, weil die gerade versucht haben, weiß ich nicht, ob die eine Frau umbringen wollten oder nicht. Und bla bla. Und dann ist die Polizei gekommen und bevor die ihn jetzt gesucht haben, haben die jetzt mal meine Daten auseinandergenommen. Da habe ich gesagt, Alter, hart. Und dann gibt es halt so Typen, die halt wirklich so draufstehen, wenn die Frau nach Hilfe schreit. Genau, sowas meinte ich zum Beispiel. Ja, aber die Frau weiß ja meistens nicht, weil da gibt es ja so eine bestimmte Grenze, wo die Frau dann so denkt, okay, jetzt ist Cut, aber der Typ denkt, nein, weißt du, meine Frau gibt mir nicht das. Oder ich kann nicht meine Frau erniedrigen, weil ich den Rock zu Hause anhab. Jetzt muss ich dich erniedrigen für eine gewisse Summe Geld. Und dafür bin ich halt da, dass ich sowas stoppe, dass die Frauen auch gerecht ihr Geld bekommen. Und was weiß ich, meine, dass sie halt wirklich lachend nach Hause gehen. Und die meisten Frauen kommen ja wirklich aus armen Ländern oder aus was weiß ich was, woher. Oder ihren Studium gerade finanzieren wollen oder irgendwas oder einen Laden aufmachen wollen. Dann sorgst du halt wirklich dafür, dass sie diese finanzielle abends mit nach Hause nehmen können, weißt du schon? Viele Dinge werden ja diskret behandelt, ne? So, was du jetzt auch gesagt hast, Leute, die eine höhere Position in der Gesellschaft haben, eventuell sogar bekannt sind oder ein Doppelleben führen oder so weiter. Wie kann man da unterscheiden, was noch vertretbar ist, was nicht? Kommt man selber in einen Gewissenskonflikt manchmal, indem man sagt halt, okay, das ist in Ordnung, das eher nicht so? Gibt es Dinge, die einen beschäftigen noch nach Feierabend? Ja, da gibt es manchmal so Dinge, wo du dir denkst, ey, zum Beispiel so, boah, wie kann die Alte das machen oder was ist das? Was weiß ich mal. Da gibt es schon so manchmal Momente, aber das kommt wie so eine kleine Migräne, dann geht es halt wieder weg, weißt du? Weil du bist ja wirklich da wie so ein Tier. Wenn du in diesem Milieu bist, dann bist du wirklich fokussiert nur auf deine Arbeit. Wie kann man denn unterscheiden, wenn du jetzt, sagen wir mal, nur für die Sicherheit da zuständig bist? Du hast ja gesagt, du kommst auf die Arbeit und löst quasi den ab, der vor dir da war und genau. So weiter halt, ne? Da hat ja jeder so seinen eigenen Aufgabenbereich. Ja. Aber dass man eventuell Leute sieht, wo man unsicher ist, wenn du sagst jetzt halt, okay, da kommen Frauen aus armen Verhältnissen. Gibt es Frauen, wo man das Gefühl hat, vielleicht spielt Zwang auch eine Rolle, dass sie vielleicht den Job nicht ganz freiwillig macht? Nee, also bei mir, ja, natürlich gab es manchmal so aus anderen Ländern, wo wirklich die Frauen gezwungen werden, hierher zu kommen, was weiß ich was, aber es gab es vielleicht so wie eine Stecknadel im Heuhaufen, vielleicht alle 3 Jahre einmal oder so. Also würdest du sagen, überwiegend haben die Frauen dort freiwillig gearbeitet? Ja, 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 auf jeden Fall. Weil nach außen hin ist das Image ja oft so ein bisschen, also dass es halt sehr undurchsichtig ist, wie die Verstrickung und die Verhältnisse sind. Ja, halt. Ja, nee, aber gab es ja nicht, weil im Endeffekt, ja, muss ich überlegen, ein Zuhälter muss sich um die Frau richtig krass kümmern. Die Zuhälter mit Anführungszeichen. Und bei uns dürften überhaupt gar nicht solche Leute rein ins Haus oder ins Minister. Ist da ein Unterschied zu der Schutzgeldgeschichte? Weil zum Beispiel meintest du, dass wenn jemand raus wollte aus einem Schutzgeldvertrag, ja, oder aus einer Abmachung in die Richtung, aha, dass es eher schwierig war, aus den Verhältnissen rauszukommen. Ja. Ne? Wie ist es denn, wenn eine Frau anfängt, im Rotlichtmilieu zu arbeiten? Ist es für sie einfacher, da rauszukommen, wenn sie sagt einfach, du meinst zum Beispiel gerade Studium finanzieren? Ja, oder Logo auf jeden Fall. Es gab manchmal Momente, wo ich selber gesagt habe, ey, wieso machst du jetzt keinen Cut? Mach mal 6 Monate Pause, mach eine Weltreise oder mach doch mal einen Laden auf, du bist doch voll kreativ. Da gab es manchmal Frauen, die haben drinnen gestrickt in ihrem Zimmer, weißt du, weil da kein Kunde reinkam. Dann hat sie dann einen halben Pullover gestrickt und habe gesagt, ey, mach doch mal eine Schneiderei auf oder mach doch mal irgendwas, leb mal ein bisschen dein Leben aus und so, bleib dir nicht die ganze Zeit im Rotlicht. Also kanntest du auch Frauen, die einfach das... Ja, natürlich, ich kenne auch jetzt Frauen, die wirklich aus dieser Branche ausgestiegen sind und erfolgreich sind. Erfolgreicher sogar als ein Deutschrapper. Oh, so viel. Ja, ist krass auf jeden Fall. Das ist halt ein Thema, was sich oft überschneidet halt, ne? Auch so musikalisch und so weiter. Hast du ja auch angefangen, einiges zu fahren? Ja, mache ich schon seit einigen Jahren schon. Ja? Ja? Also auch schon zu der Zeit oder fing es später an? Nee, zu der Zeit sogar. Okay. Zu der Zeit. Ich habe immer damals... habe ich so, in den ganz jungen Jahren waren wir halt immer die ganzen Offenbacher, auch bekannte Rapper und so, waren wir halt immer zusammen in einem Jugendzentrum. Und da gab es manchmal so Freestyle-Battles und Breakdance-Battles und was weiß ich was. Und ich habe versucht halt zu breaken, weil meine Kindheitsfreunde waren alles Breakdancer, auch sehr erfolgreiche Breakdancer. Die haben auch auf dieses Battle of the Year mitgemacht und was weiß ich was. Das hat mich voll geprägt damals. Und dann hatte ich auch wiederum Freunde, Familienmitglieder, ob es jetzt Cousins waren, die im Knast angefangen haben zu rappen, was weiß ich was. Und das hat mich auch so ein bisschen mitgenommen. Dann habe ich ein bisschen gerappt, weil ich ja damals wirklich auch kriminell war.
aber habe parallel noch mit meinen normalen Umkreise zu tun gehabt in meinem Alter. Dann habe ich halt Rap-Battles mitgemacht, die haben mich gewinnen lassen, obwohl ich nur Haus und Maus gereimt habe, weißt du mal. So, ey, lass mal gewinnen, Bruder, sonst dreht er hier durch und was. Dann saßen halt da, da habe ich wirklich gegen einen gerappt, der mich wirklich beerdigt hatte. Und dann habe ich einfach irgendwas gereimt, dann haben die Leute gesagt, ey, der Mord gewonnen. Dann habe ich meine Trainingstasche genommen, bin dann raus aus dem Jugendzentrum und habe darüber die ganze Zeit ein Jahr lang geredet. Sag, ey, ich bin krasser Freestyler und bla bla. Und so bin ich dann halt, wo ich dann im Rotlicht war, habe ich immer wieder... Ja, zum Beispiel, ich war mit Haftbefehl auf Tour. Oh. Ich habe mit ihm, ich war mit seinem ersten Album Asax Stereotyp, war ich mit ihm auf Tour und habe wirklich mit einem Song nur aufgetreten, in ganz Deutschland alle. Überleg mal, ich war Vorgruppe bei dem und habe mit einem Song aufgetreten, Dings da. Und danach habe ich dann wieder kurz lange Pause gehabt, weil ich die ganze Zeit nur im Stress war. Und was weiß ich was. Und danach habe ich irgendwann mal mit einem Kollegen von mir kennengelernt, der so, ey Bruder, mach mal ein bisschen Musik, weil du bist real und bla bla hin und her. Weil da wurde ein bisschen diese Strafleben ein bisschen milder, weißt du, da habe ich nicht so viele Hardcore-Aktionen durchgestartet. Dann habe ich irgendwann mal so ein Lied gemacht, dieses Jeder kennt einen Duzi, einfach so just for fun. Ich war hacke dicht im Studio bei einem Freund von mir, der hat dieses Autotune auf 200 aufgedreht, Alter. Da hat mir so 16 Bars, hat er mir, ich glaube, in 15 Minuten geschrieben. Also die, wenn du alleine die Lyrics hörst, denkst du dir alle, Digga, der muss auf irgendwas gewissen sein, dass er überhaupt so einen Text geschrieben hat. Dann habe ich es gedreht, da habe ich es aufgenommen. Am nächsten Tag habe ich es gedreht, bei mir vom Bordell. Ich habe Feierabend gemacht, der Kameramann kam, der hat das erste Musikvideo bei mir gedreht, der Skipper war das, von meiner Sicht. Und dann kam er halt da und ich habe damals eine G-Klasse gefahren mit Pound 20. Der kam da hin mit Kamera und der so, ey Bruder, wie wollen wir es drehen? Ich sage, ey Bruder, ich mach Dach auf von der G-Klasse, dreh hier vor meinem Puff. Dann haben wir gedreht und danach habe ich das Ding einfach rausgehauen. Der damalige Produzent von mir, der hat so, ey Bruder, ich mache jetzt einen Vertrieb. Ich sage, ich weiß nicht, was Vertrieb heißt, mach einfach. Der sagt zu mir, ja, du kriegst dafür Geld. Ich sage, keine Ahnung, mach einfach, ich brauche kein Geld. Hauptsache jeder hört das Lied. Und danach irgendwann mal bin ich bei mir im Puff. Das war so zwei, drei, vier, fünf Monate später. Ich bin bei mir im Puff, gehe runter und auf einmal läuft ein Haufen Menschenmenge, so ich glaube 15 Leute, laufen auf mich zu und wollten mit mir Bilder machen. Und damals war ich so weil ich ja noch diese kriminelle Schaden hatte, ich sagte, piss schon mit euren Handykameras, wie Bilder, Alter. Dann bin ich hoch und dann auf einmal mache ich, glaube ich, Big FM oder Planet Radio war das, glaube ich. Radio an, das Lied läuft im Radio, Alter. Und die Jungs waren ja alle auf Hase, haben alle gedampft. Die waren ja gar nicht in der Lage, mich anzurufen und zu sagen, ey Bruder, dein Lied ist gerade durch die Decke gegangen. Du hast 1 Million Klicks geknackt und was ich was. Das war für mich uninteressant, weißt du, weil ich war ja jetzt nicht in der Klicks her, ich war eher so hinter Geld her. Danach hat es dann so durchgestartet und ich habe gedacht, ey, krass, einfach ein Lied rausgebracht, was für mich überhaupt gar nicht so krass war. Ging durch die Decke, jeder rappt es nach. Ich habe dann irgendwann mal Instagram, die App runtergeladen. Dann wurde ich markiert, ob es jetzt Australien war, Mallorca, Thailand, Indien, irgendwo, keine Ahnung. Die haben mich angefangen zu markieren bei diesem Lied. Und dann habe ich halt die Musik ein bisschen so leicht durchgestartet, weißt du? Ich warst dann, du nachhinein doch schon stolz drauf, oder? Also ich war stolz drauf, weil ich mir gedacht habe, ey, ist es gerade irgend so ein Zeichen oder warum kam das jetzt auf einmal, weißt du? Oder steckt da irgendein Schuckneid dahinter, der mich so haben will, weil ich real war oder was weiß ich, wie das heutzutage die Leute bezeichnen. Oder das war einfach nur so ein dummer Zufall, weißt du? Naja, Authentizität und so weiter hat ja eine große Rolle gespielt. Damals noch mehr als heute, habe ich das Gefühl. Aber hast du dich so ein bisschen wie zwischen zwei Welten gefühlt? Weil ja, jetzt hast du ja, da öffnet sich eine neue Perspektive. Safe. Wenn du schon so eine lange Verhandlung hinter dir hast, auch mitbekommst, was im Rotlichtmilieu abgeht, halt, ne? Hast du schon dann gedacht, diesen Weg eventuell ernster zu nehmen, weil du nicht, also weil du wusstest, was vielleicht auf der anderen Seite auf dich zukommt? Also das war, ich sag dir ehrlich, ich war natürlich ist jetzt Musik mittlerweile so meine Arbeit geworden, weil ich mich komplett von der Vergangenheit getrennt habe. Ich habe halt einige Kooperationen am Start und bla bla. Bei mir läuft jetzt gerade alles sauber, weißt du, ich meine? Aber ich sage jetzt mal, heute noch nehme ich die Musik nicht so 100% ernst, weißt du, ich meine? So, weil ich mache das wirklich so, ich mache, was ich will. Ich mache morgen einen Schlagersong, das interessiert mich nicht. Ich passe mich auch niemandem an oder so, weißt du, ich meine? So, dass ich jetzt sage, ey, und damals war ich unter die Brücke und keiner war für mich da, das gab es nicht. Ich war immer für mich da, weißt du, ich meine? Und für mich gab es halt wirklich so als Deutschrap so Haftbefehl, habe ich ja böse gefeiert. Das ist ein Kindheitsfreund von mir. Weil wir alles Offenbacher sind, zusammen aufgewachsen sind und so, hat mich diese Straße von dem, weißt du, wir haben ihn auch bis gesupportet, heute noch und so, wir sind immer mitgegangen, wenn er Auftritte überall hatte, weil das war für mich so Gangster-Rap, weißt du, meine? Viele Leute reden von Straße, reden von
Zusammenhalt und was weiß ich was in der Musikszene, weißt du schon? Aber das, was da, wo wir herkommen, da ist wirklich 100% Loyalität, 100% Zusammenhalt, 100% kriegst du Support und 100% werden Worte Taten. Weißt du, was in dieser Musikszene nicht der Fall ist. Weißt du, das heißt, du musst wirklich du musst 50 Zungenküsse machen, um überhaupt was zu erreichen. Und aus diesem Leben komme ich nicht, egal. Wenn du dahin zurückdenkst, weil du hast ein bisschen beschrieben, wie dein Alltag war, als du dann in den Bordellen gearbeitet hast und eigentlich, sage ich mal, einen gehobenen Standard hattest mit, was hast du gesagt, Pediküre, Maniküre machen und so. Ja, ja, das war richtig heiß, das halt hier. Was waren denn so Tiefpunkte von, was sind denn so die Schattenseiten, die du erlebt hast von der kriminellen Welt? Boah. Stark, gewalttätig auf jeden Fall, dass ich öfters abgestochen worden bin oder auf mich wurde ein paar Mal geschossen oder ja. Also weil das... Also ich habe auch sehr viele Narben von der Vergangenheit natürlich mitgenommen. Weil du anfangs erzählt hast, du hast auf Leute hinaufgeschaut halt, ne, die das Sagen hatten, die Respekt hatten, die aber auch viel Materielles hatten. Ja. Aber das hat ja einen hohen Preis oft, ne? Das heißt, man lebt ja nicht ganz ungefährlich. Genau. Ne? So, wann waren die ersten Male auch, dass es... In den jungen Jahren habe ich auf jeden Fall meinen ersten Stich bekommen. Kannst du darauf eingehen, erinnerst du dich noch? Das war auf dem Weg zum Training war das. Auf dem Weg zum Training und ich weiß nicht, das war auf jeden Fall eine Rache-Sache, weil ich bin auf dem Weg zum Training, ich hatte ja zu der Zeit keinen Führerschein. Dann bin ich zum Training, hat meine Tasche gehabt und da ist ein Auto schon so komisch an mir vorbeigefahren, so ein alter BMW und hin und her. Und dann sind halt nur so komische Leute mit Kapuzen ausgestiegen und auf mich drauf mit Schlägern, bla bla. Und dann habe ich halt nur gemerkt, dass hier an der Seite was richtig kalt ist, weißt du, weil die sind direkt dann raus, abgehauen ins Auto. Und danach, das war für mich so die erste Dings da. Aber das hast du so 3, 4, 5 Wochen verschluckt. Hast du es noch ein bisschen einen Überblick gehabt, wer Feinde sein könnten? Ja, oder war safe. Also du wusstest im Nachhinein. Ja, ja, das, natürlich. Ja, weil guck mal, wir haben uns auch öfters geprügelt. Und manchmal haben wir auch wirklich uns mit Leuten so krass geprügelt, dass auch ekelhaft, dass wir ekelhafte Sachen hinterlassen haben. Weißt du, wir haben übertrieben mit unserer Art. Also das heißt, vorher haben die wahrscheinlich kassiert und das war, wenn du eine Rache hast. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Natürlich. Weil das ist oft ein Kreislauf, der schwer zu stoppen ist halt. Ne? Das ist heute noch so. Also wir hatten diese Räuber- und Gendarmenfilme hatten wir immer. Weißt du, das so eine Gruppierung haut sich mit der, dann sieht man irgendwann, dann will sich diese Gruppierung rächen, aber sie rächt sich erst, wenn die jeden Einzelnen trifft. Weißt du, man? Kann man davon ausgehen, dass sie dich dann auch einzeln ausgespielt haben? Ja, safe, haben, die haben, ne? Einzeln. Die waren mehrere Leute, du warst alleine. Genau. Das heißt, wirklich überfallartig auf dich aufgegangen. Genau. Kann man sagen, du bist glimpflich davon gekommen dann? Ja, weil safe auf jeden Fall. Du konntest dich ein bisschen wehren. Genau. Bist ins Krankenhaus gekommen? Krankenhaus, gut genäht, alles okay. Momentan, ja. War tief die Wunde, weißt du das noch? Ja, tief. Ich glaube 9 cm. Okay. 9 oder 12. Wie warst du danach drauf? Hat dich das nicht, wie zum Beispiel die anderen Sachen haben dich oft ermutigt, ne? Aber hat dich das nicht ermutigen oder wurdest du... Nee, ich war danach, also seitdem mir ging es halt so wie so eine Grippe, so eine ekelhafte Grippe, so ging es mir dann so, als ob du Fieber hättest. So. Also jetzt dieses, oh, was ist passiert, Filme hatte ich gar nicht so im Kopf. Weil eher so, wann werde ich wieder gesund, wann geht es mir wieder besser, diese Schwächezustände, dass sie wieder stabiler werden, das hat mir eher Sorgen gemacht, als dieses, vielleicht passiert wieder was. Okay, weil oft sowas auch nachhaltig auch auf die Psyche wirken kann, wenn Leute dir nachstellen, weil du ja gesagt hast, auch geschossen wurde auch. Ja. Ja. Wie war das die erste Erfahrung? Das war beim Feiern gehen. Da waren wir alle zusammen feiern. Früher waren wir wirklich so, wenn wir feiern gegangen sind, hat die Stadt wirklich 2 Monate darüber geredet. Wir haben wirklich so an einem Abend 11.000, 12.000 Euro ausgegeben, Flaschen, bla bla. Und dann hat direkt so eine Schlägerei hat stattgefunden, mitten im Club mit anderen stabilen Parteien. Und draußen auf dem Parkplatz ging es weiter. Und dann bin ich halt zum Auto und auf dem Weg zum Auto wurde auf mich geschossen. Ich bin halt so zwischen Autos weggerannt. Okay, du wurdest nicht getroffen? Nee, zum Glück nicht. Okay, aber. Ja, also der Stich hat ja gesessen, hast du gerade gesagt. Ja, ja, ne? Ich habe ja mehrere Stiche, auch in der Brust und so. Danach auch noch? Danach wieder, ja. Okay, also es ging, also es war ein richtiges Hin und Her halt. Ja, ja, also natürlich. Ich hab 4 Bauchstiche, eine Bruststich, einen Seitenstich, Leber. Alles von einer Stecherei oder mehrere? Nein, mehrere. Okay. Ein Wadenstich, ein Handstich, also was heißt Hand, ein Gelenkstich hier bei Pulsader. Das heißt, da hab hier habe ich versucht, das Messer abzunehmen, dann ist es hier reingegangen. Ja. Also die, auch die Spitze? Nee, den hatte ich im Knast. Diese Narbe habe ich aus dem Knast. Ja. Okay, lass mal vielleicht auf die Knastzeit eingehen. Ich kriege das gerade chronologisch nicht mehr hin. Halt. Okay, also, hau rein. Weil Knaststechereien wieder anders als, also es gibt halt diese Schießereien auf Distanz, aber dann halt sehr gefährlich
wenn es ganz nah ist mit Stichwaffen und so. Wenn du sagst jetzt halt, diese Clubschlägerei ist ausgeartet, eskaliert, nach außen noch und da hat jemand die Waffe gezogen. Hast du sie gesehen und konntest zwischen den Autos verschwinden? Ja, aber ich bin ein bisschen nach hinten zurückgegangen, okay, weil du dir gesagt hast, okay, nimmst jetzt wieder runter, dann rennst du wieder vor. Aber du hast dann gemerkt, okay, der Typ hat Eier, der schießt jetzt. Dann hat er wirklich aufgeschossen. Okay, war das dann Ende der Geschichte oder hatte das ein Nachspiel? Nein, es wurde dann geklärt. Es wurde geklärt, es wurde okay. Geklärt, ja. Das heißt, aus einer Nichtigkeit ist etwas entstanden im Club? Ja. Flaschen, Leute, Waffen. Ich sag jetzt mal so, die meisten Sachen halt, die wir so untereinander in der Stadt hatten, so, oder Nachbarstädten, waren immer so direkt wieder so nach einer gewissen Zeit geklärt, weil dann irgendwann mal aus dem Kreis von uns irgendein Freund dann mit dem einen von dem Kreis befreundet worden ist. Oder was weiß ich, was soll ich meine? Das ist ja ein bisschen so dieselben Art Leute oft, ne? So, das gibt's oft Überschneidung. Familie hier, Bezirke dort. Ja, ja. Aber bei uns waren es halt nie Familien, es waren halt eher so Freundschaften, weißt du? Wir haben halt wirklich wie so, ja, Wölfe aus dem Wald. So, weißt du? Irgendwann trifft der Wolf dann den Rudel, dann läuft er einfach mit, obwohl er vergessen hat, dass dieser Rudel irgendwann mal gegen den gekämpft hat, weißt du, meine? So. Die anderen Stechereien, die du gerade erwähnt hast, zum Beispiel, wo du vorne bekommen hast, klingt erstmal ein bisschen brutaler als der erste, den du erzählt hast. Das war alles im Rotlicht. Das war alles im Rotlicht. Fremde? Fremde, ja. Ja? Mhm. Weil da kommt es eher bei den anderen, hast du von der Seite, von hinten bekommen, da wo die dich mit dem BMW... Was genau, das war, ja, das war eine Racheaktion. Ja. Und die vorne waren einfach so Sachen, die du mit Leuten, die das nicht verstanden haben, dann eskaliert es, dann kommt er zurück und dann fängst du an, dann setzt du Gewalt ein, danach nimmst du den, dann greift er zum Messer und stecht dir halt außersehen in der Brust rein, obwohl er den in der Kehle reinstechen wollte. Naja, das ist ja ein richtiger Mordanschlag, ne? Ja, ja, safe. Also das heißt, da waren Leute bei dir auf Arbeit, ne, ja, die sich daneben benommen haben? Safe. Geht's darum, wer das Hausrecht hat, wer das Sagen hat? Richtig, das bin ich. Wollten sie nicht akzeptieren? Richtig. Du hast sie rausbefördert? Genau. Sie sind zurückgekommen? Richtig. Okay, Überraschungsangriff? Ja. Kannst zu 90% Überraschungsangriff, ja. Das ist jetzt, wo die Stiche nach vorne kommen, weil wenn du sagst, ja, ja, genau. Du stehst dann an der Tür, wie kann ich mir das vorstellen? Also steh an der Tür, da kam das, was ist jetzt, was ist jetzt? Dann hast du direkt eine geschoben, dann kam der andere von der Seite, dann hast du ihn gehabt und hat er direkt so attackiert und hat die hier. Also das waren jetzt verschiedene Leute. Das war eine Person auf meinem Bauch und das war eine Person auf meinem Bauch, auf meine Brust. Okay. Hast du nicht angefangen, also wenn sowas sich wiederholt? Nein, Alter, Digga, ich schwöre dir, ich bin ein Psychopath. Definitiv. Ich bin wirklich so, wenn ich Schmerzen bekomme von einer Person, Digga, dann spüre ich nichts mehr, Digga. Dann muss ich sterben, definitiv. Also dann bring mich lieber um. Definitiv. Ich meine, oder ob du Sicherheitsvorkehrungen getroffen hast. Ach so, diese Halt, Stopp. Nein. Ich meine, Leute, die an der Tür arbeiten oder so ein bisschen Schutzweste tragen, dies, das. Das war keine Option. Ich sage jetzt, es gibt welche natürlich, die so, die da hingehen, als ob die gerade, was weiß ich was, wohin, vom Fallschirm springen, alle Schussweste, Tränengas, die laufen dahin wie He-Man. Digga, ich bin da hingegangen, habe meinen Eiweißcheck in der Hand gehabt. Das war mega. Urlaub, Schlappen, alles drum und dran. Ja, du hast dich irgendwie nie einschüchtern lassen, kann es sein? Nein, das ist nicht eine Sache, mit der man dich verdrängt hat, irgendwie. Nein, so. Überhaupt nicht. Ne? Auf die Gefängniszeit einzugehen. Ja. Wann, weil du hast jetzt erstmal die erste Verhandlung angesprochen, das war Bewährung, der Ausgang. Genau. Ja. Was hat dich dann in den Knast geführt? Die Hardcore-Sachen. Damals war ja in Jugendstrafen, bla bla. Das mit der Bewährung? Genau, da war ich auch in Jugendstrafen drin. Okay. Alles drum und dran, ja. Und was war, worum ging es dann, als du dann wirklich verknackt wurdest? Wegen räuberischer Pressung nochmal und wegen Gewaltdelikte. Wurde und versuchte Totschlag. Ein versuchter Totschlag aber auch noch. Ja, das war Gesamtverfahren, ja. Gesund. Worum ging es bei dem versuchten Totschlag? Du hast dich geschlagen und ja, dann hast du eine gewisse Person mit einem Gegenstand so krass wehgetan, dass. Aber soll ich was sagen, die Richter sagen doch immer denen, auf was sie Bock haben. Das ist doch das Krasse. Wenn du zum Beispiel einen Ohrfeige gibst, dann sagen die direkt, ja, der hat ihn versucht, die Zähne rauszuholen. Dabei hast du nur eine Ohrfeige gegeben. Manchmal, die Juristen, die stellen es so gerne dahin, wie die es wollen. Weißt du, meine? Vor allem bei uns, wie wir. Weil ich meine, wenn jetzt jemand kommt, der, was weiß ich, irgendwelche perversere Sachen gemacht hat, ob es jetzt Kinderpornografie ist oder was weiß ich, dann stellen die es dahin so, der war ja krank, der Arme, weißt du, meine. Aber der Mo wollte ja diesen Typ umbringen mit dem Tischtennisschläger, weißt du, meine? Das ist halt so. War's so denn, leben wir. Ja. War es denn ein Tischtennisschläger? Nein, es war ein Baseballschläger. Achso. Ich meine, ich habe sowieso meine Packung bekommen. Ich kann reden, was ich will, Alter. Die können wir nicht. Okay,
Was ist denn da ausgeartet? Was war der Grund, warum du mit einem Baseballschläger... Das ging um Geld, weißt du, ich habe ja damals ja, so Geldsachen, die verrutscht sind und der Typ steht nicht dafür gerade. Natürlich habe ich mich ja manchmal, waren es ja auch Personen, die auch genau so viel Eier hatten wie ich, dann hat man sich getroffen, dann hat es eskaliert auf dem Parkplatz, bla bla, und der eine Freund will auf mich drauf, dann hast du einen Basie rausgeholt, dann bist du direkt auf ihn gezielt drauf, hat geschlagen, hat durch den Dienst und hat top gemacht. Ja. Ja, es waren aber dann halt Leute, die nicht ganz ohne sind, oder? Ja, natürlich. Ja. Du hast ja, du musst überlegen, der Wildnis untereinander, weißt du, so war das. Okay, und das heißt, es wurde dann halt alles zusammengeführt? Räuberische Erpressung nochmal, das heißt, du hast auch von jemandem Geld erpresst? Genau. Okay, und dann kommt ein versuchter Totschlag zu uns? Genau. Und was war noch? Körperverletzung? Richtig. Und zusammen gab es als Strafe? Ja, 3-6. 3-6? Ja. War das dein erster erwachsener Gefängnisaufenthalt? Nein, Jugendgefängnis. Das war auch Jugendgefängnis. Ja. Erste Mal. Wie war deine Erfahrung, als du reinkamst? Kanntest du schon Leute? Das war Jugendknast. Das war jetzt nicht so wie mit dem, was ich jetzt durchgemacht habe. Weißt du? Das war so, du siehst da nur Jugendlichen und keine Ahnung, es hat fast gefühlt. So, das war halt so dumme Kinder untereinander, sag ich jetzt mal so. Weißt du, wir waren dumme Kinder untereinander so. Der eine, ey, wenn ich rauskomme, werde ich Profiboxer. Der eine macht Liegestütze jetzt schon im ersten Haftantritttag, weißt du? Ne? Hast du die Jugendknastzeit nicht... War gar nichts, war wie Jugendherberge. Ja, also ja, das hat keine Auswirkungen. Nein, ich bin ja auch früher rausgekommen, deswegen. Okay, ja. Wie war dein Mindset, als du rauskamst? Ich mach weiter, ich setze jetzt einen drauf. Nein, du hast ja auch direkt dann so Betreuer gehabt oder Sachbearbeiter, die halt dann geguckt, und dann kam ich halt nach 2,5, glaube ich, schon raus. Okay. Ja. Und was war dann in deinem Kopf, wie es weitergeht? Dann war ich halt draußen, habe mein Training durchgezogen, habe meine erste Kampfsportschule aufgemacht hier in Offenbach. Ach so, okay. Hatte voll viele Mitglieder. War das nicht eine Option mit der Kampfsportschule? Nee, das war einfach, weil ich so ein Fitness-Typ, weil er noch was offen hatte, der Wichser damals. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen es so, ich nehme halt die Halle da oben, tue sie komplett einrichten. Dann mache ich mein eigenes Gym hier in Offenbach. Dann habe ich mein eigenes Box-Gym, also Thai-Box-Gym gemacht, hat ungefähr 200 Mitglieder fast gehabt. Hab Kellnerin trainiert von Gastronomie, von Diskotheken, die sich so wehren, wenn der Typ nicht bezahlen will, sein Wodka Red Bull und sowas. Ich weiß, habe ich alle trainiert und so alles. Und dann irgendwann mal habe ich dann, wurde die Gier wieder groß, weißt du, dann hat der Herd wieder, dann habe ich wieder den Herd auf 5 gemacht, dann hat das Wasser wieder gebrudelt. Okay. Und hast du gedacht, Alter, krass, ich habe einfach 20 stabile Jugendlichen hier, die könnten was für mich machen. Okay, was ging dann ab? Dann haben die halt für mich so gewisse Vergangenheitssachen wieder neu aufgerollt. Dann wurde ich ein bisschen wieder in diese Schutzgeldsache wieder ein bisschen aktiver. Dann habe ich halt manchmal, wenn gewisse Sachen nicht so waren, wie ich es haben wollte, habe ich halt die Jugendlichen vorgeschickt. Dann haben die halt so Scheiben eingehauen, was weiß ich was. Und danach kamen die wieder zurück. Und danach ging es dann wieder mit einer Verhaftung. Alle waren leise, bla bla und her. Dann wurde ich halt freigesprochen und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und danach. Da hast du dann doch Schluss gemacht? Also da gab's Schluss, ja, dann habe ich halt intelligent, dann war ich ein intelligenter Krimineller. Dann habe ich meine Sachen mit Grips gemacht, weißt du, nicht mal dieses Öffentliche. Dann habe ich gewisse Sachen nur so, dieses Seh nichts, hör nichts, sag nichts. Bisschen dezenter. Bisschen zurückgezogen. Wenn du ein dickes Auto gefahren hast, dann war das mit schwarz getönte Scheiben, nicht mal diese öffentlich, dass ich jeder sehen kann. Das war ein bisschen so, ich habe mich ein bisschen von der Öffentlichkeit so ein bisschen leicht zurückgezogen. Hat das geholfen? Ja, safe. Ja? Ja, natürlich. Wenn du nicht so viel bellst, dann kriegen nicht so viele Leute davon mit. Vorher war ja dieses Bellen voll aktiv. Du bist fein gegangen, hat mir auch gefehlt, dass ich Bauchtänzerin war, weißt du? Weil die Leute, die mich ja die ganze Zeit nur, egal wo du hingegangen bist, hast du so wirklich für immer für eine Staubwolke gesorgt, weißt du? Dass die Leute darüber reden. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, es geht nicht, du musst gewisse Sachen jetzt ein bisschen zurückschalten. Paar Gänge zurückschalten und gar nicht mehr dieses Gesprächsthema über dich darf gar nicht mehr stattfinden. Mach dein Geld, geh nach Hause, fertig. Was waren dann deine Hauptbeschäftigungen in der Zeit? Türsteher. War das, ich dachte, das Türsteher-Ding war vor dem Bordell oder bringe ich da was durcheinander? Vor dem Bordell, ja. Ja, okay. Ja. So, wir reden ja gerade von der Zeit, wo ich im Knast war. Ja. Für erste Zeit im Knast. Erste Zeit Jugendknast, du kamst raus. Dann habe ich nur noch Türsteher gearbeitet. Okay. Nur noch als Türsteher gearbeitet. Okay, das ist ja auch eine Art, also so ähnlich, wenn du da hast, ja auch für Schutz gesorgt halt, ne? So, also, ja, Türsteher war halt da, ja. Ja, aber gab es ja nicht auch Leute, die abgewiesen wurden und vielleicht natürlich, so. Natürlich, natürlich. Ja. Ja, ja. Ähnlich? Ich habe ja auch sehr, sehr, sehr früh angefangen, als Türsteher zu arbeiten. Ja. Nur halt immer ab und zu so. Aktive habe ich es halt wirklich dann gemacht, wo ich wirklich dann richtig als Türsteher gearbeitet habe, so jahrelang. Und danach ins Rotlicht gerutscht bin. Da habe ich wirklich in der Woche 3, 4, 5 Mal an der Tür gearbeitet in Diskotheken, die von dienstags bis sonntags auf hatten oder montags Ruhetag hatten und so alles.
Das Gefährliche, was ich sehe, ist halt, wenn du, hast du nicht mal irgendwann einen Zeitpunkt gehabt, wo du den Überblick verloren hast? Ich meine, deswegen, was ich schon anfangs meinte, halt mit den Feinden halt, ne, wenn du zu viele, weißt du, an der Tür kommen die Leute zurück, beim Bordell kommen die Leute zurück, dann gibt es diese privaten Auseinandersetzungen und so weiter halt, ne, dass sich das irgendwann mal steigt, wenn du auch im Club die Flaschen, die Streitereien dort. Ah, natürlich, ja. hat dann. Gab es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, das wurde dir auch zu viel psychisch? Das wurde mir auch zu viel, weil du kriegst irgendwann so einen Knacks, weil du denkst irgendwann, boah, Digga, Alter, was läuft hier gerade ab, Alter? Wo lebe ich gerade hier? Was ist das gerade? Du stehst morgens auf und bist komplett so voll gedröhnt und dein Kopf ist komplett so, du hast eigentlich keinen Überblick mehr über dein Leben. Weißt du, wenn du siehst, da liegt deine dicke Uhr von 50.000, da ist dein Autoschlüssel von 100, du denkst dir, Alter, was geht gerade hier ab, Alter? Weißt du, so, habe ich überhaupt irgendein Lebensziel oder mache ich es gerade, bis ich irgendwann unter die Erde liege demnächst oder bevor ich alt werde oder so, weißt du? Deswegen, in der Jugendzeit, wo du gesagt hattest, dass du auf die Älteren aufgeschaut hast, die diese Dinge hatten, ja da hattest du ja ein vorläufiges Ziel. Genau. Jetzt hast du das selber. Was ist dann für dich wertvoll, als du diese Dinge schon besessen hattest? Gesundheit auf jeden Fall. Gesundheit und Familie war das Wichtigste dann am Ende, wo ich dann wirklich gesagt habe, jetzt ist ein Cut, weil du wirklich gesagt hast, ey, das geht nicht mehr, Alter, was läuft hier gerade ab, Alter? Weißt du, obwohl es auch viel enttäuscht von Freunden. Das ist ja das Geilste, weil irgendwann merkst du dann wirklich, dass du in eine kriminelle Leben führst, aber ich sag jetzt mal aus meinem Glauben her, der nicht mehr halal ist, weißt du, ne? Der ist ja wirklich so, da befinden sich Heuchler, falsche Freunde, die du wirklich als Brüder auch gesehen hast, weißt du, ne? So, alles ist gefaked, weißt du, so ein kriminelles Leben ist nicht echt, das ist nur ein gefaktes Leben. Das heißt, wenn es wirklich echt wäre und jeder Mensch würde es dir gönnen, dann wird ja jeder kriminell sein. Weißt du, ne? Das wird ja dann auch im Gesetzbuch stehen, dass es, weißt du, ne? Aber du hast ja wirklich dann gemerkt, du stehst morgens auf oder du hast es auch gemerkt, wenn du am Arsch bist, dass gewisse Personen, für die du 100% da bist, nicht mehr da sind. Weißt du, ne? Dann lass mal über die Kehrseite von dem ganzen Glamour reden. Ne? Flaschen im Club und dies und das, Autos, Uhren, alles da. Mhm. Aber wann hast du Sachen bemerkt, dass sich Freunde als falsch entpuppt haben? Wann kam Heuchelei mit ins Spiel? Also nachdem ich im Knast war, habe ich dann gemerkt, dass so gewisse Personen nicht mehr so, dass sie wirklich nicht da waren. Weil mich kennt man ja auch mittlerweile auch deutschlandweit, viele Personen, ich kenne ja viele Menschen, dass ich wirklich einer bin, ich scheiß drauf, ob mein Freund im Knast ist, egal. Ich gehe hin, besuche seine Familie, ich klingel, ich gehe hin, gib Geld ab im Knast und dass sie es denen in sein Konto einzahlen. Ich habe kein Hindernis, weil das ist mein Freund gewesen. Ich habe mit ihm aus dem Teller gegessen. Aber da gab es wieder, da gab es nur wirklich, die konntest du von Hand abzählen, Freunde, die ich früher nicht ernst genommen habe, die auf einmal für mich da waren, aus dem normalen Leben. Aber Freunde, mit denen ich so in der Zeit unterwegs war, im Hardcore-Leben, viel mit denen Zeit verbracht habe, die wurden auf einmal so voll, so, die wurden Phantome, weiß ich meine. Also die haben etwas hingestellt, was es nicht war. Die so, wir waren für dich da, wie wart ihr für mich da, Digga? Ich war doch im Knast, hab doch mitbekommen, wer für mich da war, weißt du? Also du wurdest vergessen? Ich wurde vergessen, genau, ja. Ist das eine Sache, die sich beschränkt aufs kriminelle Milieu? Weil ich denke auch in der Gesellschaft... Nein, so, natürlich, ich meine... Halt, weißt du, wenn es dir gut geht, hat man viele Leute an der Seite. Safe, vielleicht, ne? Aber wäre es bei dir auch mal, wenn es stürmisch ist, wenn es regnet und so weiter, nicht, wenn die Sonne scheint? Dann siehst du wirklich nur Familie und eine Handvoller Freunde sind da. Aber das ist interessant. Ich sag dir weit, diese Art von Freunde da, die sehe ich mittlerweile wie so Chili das. Wenn die Footballer spielen, kommen die da kurz rumhüpfen und dann verpissen sie sich wieder vom Feld. Die sehe ich gar nicht mehr so als, weißt du, meine, die sind für mich so, keine Ahnung, wie wenn du jetzt vom Rathaus Brot isst und 5 Tauben kommen, dann rufen die 5 an, das sind für mich mittlerweile diese Freunde, überall, weißt du, meine, so, ich nehme die nicht ernst, Digga, Alter. Ich meine, ich bin alleine auf die Welt gekommen und ich sterbe auch alleine, deswegen interessiert mich, natürlich bin ich hilfsbereit zu jeder Art von Menschen, ob er jetzt im Rollstuhl ist oder ob er gegen mich ausgesagt hat, scheiße ich da drauf, weißt du, aber so gewisse Personen verdienen halt wirklich kein Gesicht, weißt du, so, halt einfach deinen Abstand und was nicht gut ist oder tanz nicht in einem Level, wo du sowieso nicht tanzen kannst. Was waren das für Punkte, wo du dir auch angefangen hast, moralische Fragen zu stellen? Du meintest gerade so ein bisschen für deine Begriffe, dass es auch nicht mehr halal war. Mhm. Also wo hast du angefangen zu unterscheiden? Was war dir dann doch zu viel? Zu viel war, wo ich gemerkt habe, so meine Eltern werden immer älter. Und ich war wirklich nur am Fliegen.
Und denk mir so, Digga, wenn ich jetzt, Digga, wenn du dich jetzt was verrutscht, Digga, und du kriegst da jetzt einen 8er oder einen 9er oder 10er, Digga, und der Vater, du kommst raus, dein Vater ist 8 Jahre alt, Alter. Du lebst da nur noch 3 Jahre mit dem, dann bist du psychisch gefickt. Du bist am Arsch, Alter. Du weißt dann, weißt du, ich meine, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich gewisse Sachen nur noch mit Grips. War das, bevor du wieder eingefahren bist? Nein, nachdem. Jetzt mein letztes Prozess. Der ging ja Interpol-mäßig. Was war der letzte? Was war das letzte Gericht? Mein letzter Prozess war wegen BTM-Großhandel in Tonnenstil, also tonnenweise nach Deutschland gebracht. Tonnenweise. Das war die Anklage? Keine Gramm, Tonnen, Alter. Naja, es gibt gerade Rapper, die aus ein paar Gramm auf Nein, Digga, machen. Ich schwöre dir bei Gott. Ich habe letztes Mal mit einem sehr bekannten Hip-Hop-Journalisten geredet, sehr bekannter. Und der so, ey Bruder, bitte lass uns ein Interview machen, ich will diese Akte haben. Ich war irgendwie in Frankfurt unterwegs, hab die Akte zufälligerweise im Auto gehabt, weil ich jemanden zeigen wollte. Und der so, ey Digga, du musst in dieses Hip-Hop-Ding, du musst diese Akte zeigen, weil Digga, was sind das für Summen, was sind das für Kilo-Dings da? 18 Tonnen in 3 Jahren, wie geht, in 3 Monate, weißt du, so Filme. Und dann denk ich mir, Digga, wenn du wisst, was ich hinter mir habe wegen dieser Hurensohn-Akte, Alter. Weißt du, ich meine? Ja. Okay, du willst es in der Musik nicht glorifizieren, aber es ist ja trotzdem... Vielleicht irgendwann mal, wenn ein guter Ghostwriter kommt, den ich 200 Euro gebe pro Text. Nein, Spaß. Ist die können kommen, ich zahle Geld für die. Nicht ganz fair bei 18 Tonnen. Nein, ach was, Alter, ich zahle. Kein Problem. Ich habe voll viele Ghostwriter, ja. Aber das Problem ist bei denen, die schreiben genauso wie ich. Alles aus der Sonderschule. Okay, wenn du jetzt im so großen Stil involviert warst, wie wurdest du erwischt? Wie kam das raus? Boah, ich sag dir ehrlich, also diese... eigentlich müssten die mein Verfahren Akte XY machen. Ich habe letztens mit so eine Verwandtin von mir geredet, weil das ist wirklich krass. Das war... Diese Inkro-Handy, weißt du, dieses Dings da? Ich habe ja selbst keins besitzt, weil ich ja intelligent war. Ich habe es jemandem gegeben, der das für mich besitzt hat. So. Und, aber diese Aktion jetzt von dieser Verhaftung, die lief ja anders ab. Ich habe einen sehr guten Freund von mir, eine sehr große Nummer. Leider darf ich seinen Namen nicht erwähnen, weil es wie so ein Bruder ist. Und der ist ja wirklich so eine sehr, 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 sehr harte Nummer, weißt du? Aber ich war mit ihm wie ein Bruder. Und der ist auch sehr gefürchtet, weißt du? Aber es ist so eine Respektperson. Das heißt, wenn du mit ihm sitzt, wirklich wie so eine Tante. Und der hat mich geliebt. Warum hat er mich geliebt? Weil er diese Art von Musik gefeiert hat, die ich gemacht habe. Weißt du, der war aus diese richtigen Mafiosi-Filme, aber hat manchmal so Stories gemacht, wenn er da saß und Zigarre geraucht hat und bla bla. Und irgendwann mal habe ich ihn besucht, er hat mich besucht, ich bin nach Holland gefahren, dann bin ich nach Spanien gefahren, dann haben wir uns getroffen, bla bla, und wir haben uns immer wieder so ein bisschen dieses Dings da. Dann habe ich halt gemerkt, okay, der macht jetzt gerade richtig große Sachen. Weil ich meine, aber es hat mich nicht interessiert, jeder soll sein Brot verdienen, weißt du. Und irgendwann mal hatte ich ein Treffen mit ihm in Stuttgart. Von Stuttgart bin ich dann nach Aachen gefahren, von Aachen nach Belgien, das war alles so in 3-4 Tage. Und ich wurde die ganze Zeit observiert. Ich wusste es aber gar nicht. Und dann hat die Polizei ihn verhaftet. Ich wusste aber nicht, dass sie ihn verhaftet haben. Also Interpol hat ihn verhaftet, weil er ja in Spanien gelebt hat. Und haben seine ganzen Handys, ich glaube, der hat 4, 5, 6 Handys gehabt. Und haben die Handys paar geknackt. Und haben ein Video gefunden, wo er da, glaube ich, so, ich glaube, 150 Kilo Gras filmt, alles verpackt, die nach Deutschland kommen sollen. Und er sagt in diesem Video, im Hintergrund läuft mein Lied, jeder kennt Moduzzi. Und er sagt, ey Bruder Mo, deine Ware kommt demnächst an, bla bla, filmt es. So, Polizei nimmt ihn fest, machen die Handys auf und filmen dieses Video. 150 Kilo alle. Ich habe zu der Zeit, war ich bei einer sehr guten Freundin von mir, die ist Zahnärztin. Also was heißt gute Freundin? Auf jeden Fall ist eine Zahnärztin und die hatte einen Ort hier weitergelebt. Und ich war bei der und hab bei der gegessen, die hat mir was zu essen gemacht, dann habe ich einen Film geguckt und den und er bin eigentlich, ach so, die hat Hamster gekauft. Jetzt erzähle ich dir die Geschichte, die ist krass, Alter. Und jeder meiner Jungs wissen, dass ich immer so komische Stories mache, weißt du, ich filme ja alles. Und ich habe an diesem Tag nur eine Story gemacht, das waren 2 Hamster. Und dann bin ich morgens aufgestanden um 9.30 Uhr, wollte ins Training gehen und bin nach Hause gefahren und hab Cabrio gehabt, Fahrer auf der Autobahn, dann gehe ich halt nach Hause, höre gerade Tupac, parke, mein Nachbar, so ein kleiner Zwerg mit Zopf,
Portugiese, der hat ein Restaurant, der hat gegenüber von meinem Balkon hat er so eine Garage, der hat dieses Restaurant nicht mehr. Ich glaube, der ist noch so an seinem Restaurant hängen geblieben und hat so Gläser sortiert. Und ich gehe nackt, Oberkörper, mit Boxerschutz, gehst an meinem Balkon mit Zigarette an und habe ihn Onkel genannt. So, was geht ab, Onkel? Alles gut? Der guckt mich so an, macht zu mir so und dreht sich komplett um und kriegt so Stock im Arsch und guckt mich gar nicht so an. Ich ziehe ein paar Mal an der Zigarette und denke mir so, keine Ahnung, warum der so komisch ist. Weil er hat mich angeguckt und macht so und guckt die gar nicht so weg. Ich gehe dann wieder rein, gehe duschen und setze mich so auf der Badewanne. Und setze mich so auf der Badewanne und bin am Handy und guck so, wer meine Bilder geliked hat und bla bla. Und auf einmal macht's buff. Und ich denke mir so, was war das, Alter? Ich dachte, das wäre er gewesen. Der ist ohnmächtig, ist gegen meine Haustür geflogen. Auf einmal kommen so alle Digga, weiß ich, wie viele Menschen in meiner Wohnung waren. Das war eine Zimmerwohnung. Ich habe ja eine Zimmerwohnung gehabt damals, so nebenbei. Ey, meine Wohnung sah aus wie Love Parade, Alter. Da waren so viele Menschen drin mit Waffen. Ich denke mir so vor, Digga, wenn ich manchmal Partys gemacht habe in meiner Wohnung, gell, 6 Leute war schon Schaden. Aber da drin waren 40 Leute, die haben so Stände aufgebaut, wie mit der Kamera, so mit Laptop. Das sah aus wie bei diesen E.T.-Filmen, weißt du, wo der krank war? Das haben die direkt mal mit zu Hause aufgebaut. Ich sitze so gerade auf Toilette. Sorry, ich war nicht auf Badewanne. Ich sitze auf Toilette, auf einmal sich so 3-4 Maschinengewehre gegen meine Fresse vermummt. Und die schreien so durcheinander, du bist gerade so in diese Trance und denkst, alle, was reden die da? Dann werfen die mich so auf den Boden, gegen ein Waschbecken mit meinem Kopf, die heben mich so hoch und meine Hose ist unten, Alter. Und ich habe so einen Hänger bekommen und sage die ganze Zeit, ich habe doch nichts gemacht. Dann hat der eine Bulle gesagt, zieh deine Hose hoch und hält so meine Hand in der Luft, ich zieh die Hose hoch. Digga, ich gehe in mein Wohnzimmer rein, was heißt Wohnzimmer, in diese ein Zimmer rein. Digga, ich habe gedacht, wo bin ich, im Rathaus oder was, Alter? Digga, meine Wohnung wurde einfach innerhalb von einer Sekunde renoviert. Laptop, Dings da, der eine hat Headset gehabt, Dings da. Ich guck so, denk mir so, wie krass, wie seriös meine Wohnung aussehen könnte, weißt du? Und überall Bullen, Balkon, das sah richtig krank aus, Digga. Wie so diese Serien auf Kabel 1, Alter, richtig krank. Und ich sitze da und hab so Handschellen, sitze auf meinem Sofa. Und die alle auf einmal haben die Fotoshooting gemacht. Tak, 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 tak. Und ich mach so. Und ich denk mir so, was geht gerade ab? Du bist noch gerade so oft. Du hast mir schon deine Zähne geputzt und du wirst schon fotografiert. Was ich was. Und die Polizei da, die reden untereinander. Die sind so, wir haben ihn jetzt endlich, haben ihn gekriegt. Und so. Die waren alle so erleichtert. Und ich denk mir so, Digga, was habt ihr gemacht? Was ist passiert? Weil ich dachte, die verwechseln mich. Dann kam irgendwann der Einsatzleiter rein und so bla bla und zieht seine Maske so halb runter und sagt zu mir, ja, du, sie sind voll geschützt genommen. Ich sag, warum? Ja, sie wissen warum. Ich sag, ich weiß nicht warum, Alter. Dann haben die mich mitgenommen und danach habe ich direkt so vom Polizeirevier angerufen, dass sie mir einen Anwalt holen. Auf einmal sagt er zu mir, Digga, du bist verhaftet wegen Großhandel. Digga, wir reden hier gerade von Pablo Escobar. Alter. Ich sag, was, Digga, du bist, die haben mich gerade von einer Zimmerwohnung rausgeholt, was für Pablo Escobar. Dann hat sie mir gesagt, doch, hin und her, du bist hin und her. Und dann haben die mich halt abgeführt und dann habe ich 7 Gefängnisse hinter mir. Aber ekelhafte Gefängnisse, Digga. Alter. Okay, dann fing jetzt eine ganze Reise an mit ja, den Mann. Gefängnissen. Ja. Ganz kurz nochmal zu dem Ablauf, ne? Wenn du da so unterwegs warst. Und ich meine, wenn du die Nähe hast zu großen Nummern und auch mit der Erfahrung, die du ja schon hattest, warst du echt überrascht, dass du observiert wurdest? Nein, ich habe es gar nicht bemerkt. Ja, ich meine, hast du damit nicht gerechnet? Nein, das hat mir nur so gezeigt, krass, Alter. So, wie geil. Wie geil? Ja, so, weißt du mal so, du wirst einfach observiert, aber kriegst nichts davon mit. Das heißt, für mich, wenn die mich observieren, ja. Und du siehst ja gerade so, weil, guck mal, es wurden einige sehr gute Brüder von mir wurden observiert, auf Hochzeiten mit Fotoapparaten. Wir haben die gesehen, wie die fotografieren, wir haben sogar manchmal so gemacht, fick dich, Alter. Dann sind wir reingegangen, alle haben, weißt du mal, wir wussten, dass wir observiert werden. Das aber, ich wurde ja observiert, Digga, war der Typ im Gebüsch drin oder was, weißt du mal. So, die haben mich ja, Digga, haben die in Bäume gehangen oder so, habe ich schon gedacht. Weil die haben mir gesagt, wir haben dich schon seit 3 Monaten im Visier. Ich denke mir, hä? Wie 3 Monate? Wo wart ihr die ganze Zeit? Naja, oft mit abwechselnden Teams und so weiter. Nein, erstens das und zweitens hat der Einsatzleiter gesagt, so, ey, wir haben heute erst den Haftbefehl heute Morgen um 6 Uhr reinbekommen. Das heißt, wir haben uns gefreut auf dich. Okay. Ja, Mann. Als du dann... Also Haftrichter und so gab es gar nicht. Doch, doch, normal, Alter. Ja? Der kam voll verkuckst, Digga, okay. Der Bastard, Alter. Der kam rein im Gerichtssaal, der hat gar nicht die Akte gelesen, der so abführen, Urhaft. Mein Anwalt konnte nicht mal A sagen, der hat schon B gesagt. Was hat dein Anwalt gesagt und wie hat er die Situation eingeschätzt? Mein Anwalt ist Hulk gewesen. Also der Typ ist wirklich sehr, sehr krass. Ich habe den krassesten Anwalt Deutschlands, glaube ich, schon. Der Typ, der kam, der hat wirklich, du musst überlegen, Mein Fall war wie ein Mord, der vor 200 Jahren passiert ist. Verstehst du, was ich meine?
Nicht genau. Das heißt, wenn ein Mord vor 200 Jahren passiert ist, auf eine ekelhafte, komplizierte, ohne Überblickart. Das heißt, wie willst du den nach 200 Jahren rausbekommen? Da sind schon 300 Bäume gewachsen, 300 Gebäude sind neu. Und jetzt überlegen, der musste so viele Sachen sortieren, Puzzlestücke musste er zusammenflicken, dass er überhaupt diesen Fall klar beweisen kann. Wie war denn die Beweislage? Unschuldig, die haben mich verwechselt. Okay. Ja. Worauf hat der Haftbefehl basiert? Auf dieser Story nur? Auf Kopf, ich bin der Kopf in Deutschland, der das Gras und was weiß ich, was hier Dings. Die haben mich verwechselt. Du meinst ja, der Haftbefehl ist an dem Morgen rausgegangen. Genau. Der basierte. Also der Haftbefehl lag in der Schublade schon seit langem. Ja. Nur das Go haben die an diesem Morgen rausgegeben. Okay, und die Anklage war aber, dass du der Kopf bist. Richtig. Und die Beweislage, also basiert auf was? Auf Großhandel. Ja, aber das ist die Anklage, aber der Beweis, also weil du jetzt meinst, halt diese eine Beweis Story. Ist das Video. Ja. Beweis ist, dass sie 14 oder 15 Treffen, die ich gemacht habe, die auch bildlich so krass aussahen, dass ich wirklich da was am Planen war. Das sind oder Indizien, oder? Also die haben die aber eine der Nähe. Staat hat es als Beweis hingestellt dann. Okay, wie verlief die Verhandlung? Die Verhandlung lief so, ich hatte ungefähr 50 oder 45 Gerichtstage. Und mein Anwalt wirklich hat Tag und Nacht zu Hause nur gesessen, hat da wirklich recherchiert, hat Akten ausgepackt. Der hat diese Seite 1 mit Seite 450, hat er zusammengeflickt, bla bla. Und irgendwann kam er so nach ein paar Monaten zu mir ins Knast und sagt zu mir, ey Mo, du sitzt jetzt seit langem hier, du hast zwei Haftprüfungen hinter dir, die haben dich zweimal abgelehnt. Ich habe Sicherheitsstufe 1 gehabt. Ich habe manchmal mit Licht geschlafen, weil die mich ja wirklich so. Ich habe manchmal, wenn der Wärter schlecht gelaunt war, hatte ich Freistunde. Weil ich mit niemandem reden dürfte, weil die gesagt haben, ich gebe so Tipps raus, dass gewisse Personen ihre Fresse draußen halten sollen, dass ich nichts kriege. Und manchmal wollte die Kriminalpolizei kommen. Aus Spanien, aus Aachen, um mit mir zu reden, dass ich so zugeben soll, dass ich nun einen Zehner bekomme. Und ich denke mir so, Alter, was läuft hier falsch? Und irgendwann kam mein Anwalt zu mir und sagte, ey Mo, ich habe jetzt recherchiert. Du bist dieser Mo, den dein Freund da, über wem er filmt und so, bla bla. Aber du bist nicht dieser Mo, der Abnehmer. Es waren zwei Mos im Spiel. Ich war dieser Mo, der Dings da, und ein anderer Mo, den kenne ich heute noch nicht. Der war halt, du warst Mo, der Rapper. Mo, der Rapper, aber der Staatsanwalt und der Richter, der Staatsanwalt war sich 100% sicher, dass ich dieser Mo bin. Okay, was kam dann am Ende raus? Weil du meinst, du am Ende habe ich umsonst gehockt. Aber du bist durch 7 Knäste gewandert? 7 Knäste habe ich durchgemacht. Die haben mich ja gequält. Okay. Die haben mich ja wirklich gequält. Also ich sage die Wahrheit, gell? Es gibt Arten von Straftätern, die wirklich was hinter sich haben, gell? Aber ich habe nie so dran geglaubt, dass es in Deutschland so eine Korruption gibt, so korrupte Staat, der so wirklich das machen will, was er will. Zum Beispiel, mein Anwalt war selber baff, der hat zu mir gesagt, ey Digga, die können dich nicht wieder verlegen, du musst jetzt hier bleiben. Ich sagte, okay, dann sind die morgens gekommen, haben Zelle aufgemacht, sagen weiter. Dann haben sie mich dorthin gemacht und dann haben sie mich dorthin gemacht. Und irgendwann haben die mich in Ossendorf gebracht, das war so ein sehr ekelhafter Knast, da habe ich auch diese Narbe. Haben die mich, die wollten mich einfach, ich weiß nicht, aber die wollten mich einfach zum Reden bringen. Aber die Sache ist, was soll ich reden, Digga, Alter? Also auch psychischer Druck halt? Die richtig, die wollten mich psychisch richtig Dings. Die wollten die mit dir aushandeln, genau. Bist nicht drauf eingegangen. Richtig, genau. Was ist in Ossendorf vom Knast passiert mit der Narbe in deinem Gesicht? Das war, Dings, das war wegen einem Wasserkocher. Wegen einem Wasserkocher? Ja, ja. Gab's eine das war, Digga, du musst überlegen, ich war in diesem Knast Ossendorf, den kannte ich ja als Jugendlicher. Da waren Idole von mir drin, weißt du, meine? Das war wirklich so ein abgefuckter Knast. Da war lebenslänglich SV plus, ohne mit Sicherheitsverwahrung. Und auf einmal sitzt du selber in diesem Knast und denkst, Digga, Alter, die machen mit mir hier, die machen aus mir hier eine Whitney Houston, Alter. Definitiv. Ich gehe hier ackern für einen Typen, Alter. Weil das ist hier sind Mörder drin, hier sind Leute drin, die keinen Bock mehr auf das Leben haben. Und du stehst einfach mal vor diese Zelle, vor diesem Gebäude vom Transporter und du musst jetzt da rein, morgens um 9 Uhr oder um 8.30 Uhr. Dann gehst du rein, gehst duschen, 5 Wärter beobachten dich, wie du duscht. Du sagst denen alle, ey, ich kann nur mit Boxershort duschen. Nein, nein, zieh aus. Denkst du dir alle, jetzt nicht, ist auf einmal passiert wie bei Amerika, diese Kontrolle. Die haben dich gezwungen, die Boxershort auszuziehen? Ja, ja. Beim Duschen? Natürlich, Alter. Ich muss doch kalt duschen. Mhm.
Ja, und danach haben die mich halt zu meiner Zelle gebracht und danach haben die so abgefuckt. Also das war, Rassismus war auch schon im Spiel. Nicht in Ossendorf, aber habe ich schon im Gefängnis auch schon erlebt. Hatte das was aber mit der Eskalation zu tun, mit dem Wasserkocher? Nein, das war ein anderer Fall. Okay, was dann eins nach dem anderen? Rassismus von Beamten jetzt? Ja, Okay, in welcher natürlich. Form? Von, natürlich, Neger oder was weiß ich was. Also Also einfach. guck mal, die sagen, die warten ja drauf, dass du dingst, aber keine Ahnung, zum Beispiel, der Beamte macht unbewusst die Zelle auf und du machst gerade deine Liegestützen. Und dann steh auf, du Affe, bla bla, hin und her. Das sagt er aber drin in der Zelle. Dann, wenn du sagst, was, dann sagt er, ah, was? Das ist dann, weißt du, du musst wirklich deine Fresse halten und schlucken. Aber ich schwöre bei Gott, alle, wenn er mich sieht, wir sehen uns sowieso irgendwann mal wieder, weißt du? Okay, das heißt, sie So, wollten wir gehen dich feiern und so zusammen, weißt du? psychisch zermürben, wollten sie dich, aber du bist Deswegen. mental stabil geblieben. Na, super. Okay, wie kam es dann zur Eskalation wegen dem Wasserkocher? Also ich habe wirklich im Knast lerne ich die besten Menschen kennen. Das ist krass. Ich habe die wirklich richtig korrekte Leute kennengelernt. Von Kilohändler, von Heroin bis zu was Mörder habe ich kennengelernt. Alles gut, korrekte Leute. So, die haben wirklich. Schade, dass sowas passiert ist und so alles. Und da war wirklich einer neben mir in der Zelle, ein sehr guter Freund von mir. Der wurde erwischt von Belgien nach Deutschland mit, ich glaube, 3 Kilo Heroin. Das ist schon ein Haufen, Alter. Und das war ein ekelhafter Fall. Der hat die Tasche in einem anderen Waggon gehabt und die Polizei ist gekommen. Der Idiot war alleine im anderen Waggon und bla bla und hat auch Gerichtstage gehabt, weil er wollte unbedingt abgeschoben werden nach Belgien wieder. Weil er hat ja belgische Staatsbürgerschaft gehabt. Und morgens um 6 Uhr dann musst du aufstehen, um dich fertig zu machen für den Transport zum Gericht. Und ich habe einen Tag davor von einem sehr guten Freund von mir, also was heißt Freund von mir, der wurde dann mein Freund, einen Russen, der schon seit 8 Jahren oder 9 Jahren schon gesessen hat, aber der Digga weiß, wie der aussah. Der sah aus wie eine Statue. Sein Leben bestand nur aus Klimmzüge und aus Liegestützen. Fertig. Oder der hat freitags die Gardine zugemacht, weil diese DSF-Sexy-Clips liefen. Da war seine Beziehung kurz da. Weißt du? So war sein Leben. 8 Jahre lang, Digga. Das heißt, der hat einen Schaden gehabt, Bruder. Der war komplett Dings da. Und der hat lange Haare gehabt. Der sah aus wirklich, wenn der rauskommen würde, Bruder, der wird, glaube ich, nach Hollywood gehen mit so einer Figur. Der sah aus, der hat 18 Sixpacks gehabt, Alter. Der sah aus wie so eine Schildkröte, offene Schildkröte, Alter. Und der auf einmal, ich sag's den Ivan, kriege ich dann den Dings da. Und der konnte ja nicht so gut Deutsch. Hat mir seinen Wasserkocher gegeben, hat mir ausgeliehen. Einen Tag später wollte ich ihm ja diesen Wasserkocher zurückgeben, aber dann trefft mich gerade beim Umschluss. Umschluss heißt, du darfst mit einem Häftling zusammen kochen. Hat mich der Kollege nebendran gefragt, ob ich ihm diesen Wasserkocher ausleihen kann. Weil ich wollte immer Wasser kochen, um Kaffee und Zigarette zu rauchen, dass du ein bisschen einen geilen Kick kriegst. Dann habe ich einen Wasserkocher gebracht. Er wurde aber hat mir nicht gesagt, dass er den braucht für Kaffee morgens, dass er zum Gericht gehen darf, soll. Was ist passiert? Im Gericht hat er diesen Dings Beschuss bekommen, dass er abgeschoben wird. Das heißt, er kam nicht mehr zurück zum Knast. Was passiert? Die Wärter räumen deine Zelle. Der Wasserkocher war weg. Der wurde direkt zurück zu der Kammer gebracht. Der Ego wurde es 18 Uhr. Ivan schreit vom Fenster runter: Ey, wo ist mein Wasserkocher? Ich bin in der Zelle wie so ein Wellensittich in Schwarz und denke mir so: Was soll ich denn jetzt sagen, Alter? Ich sage: Ey, warte mal, Ivan, ich klopfe an der Wand, ist eine Schelle. Da klopft und redet irgendwie da einer mit Mikro oder denkst du, bei uns, diese Knast war ja 150.000 Jahre alt. Du hast geklingelt, dann kam so ein Wärter. Der macht das Ding auf, sagt mir: Was gibt's? Ich sag: Nee, kannst du mir vielleicht den Wasserkocher geben? Der ist nicht da. Ich denke mir so, wir haben 18 Uhr, Digga, Alter. Hat gerade Prozess mit Bill Clinton oder was, Alter. Dann habe ich gegen 22 schon wieder und der Ivan brüllt die ganze Zeit: Mo, Blät, wo ist meine Wasserkocher? Und ich bin in den Knast in meine Zelle und laufe die ganze Zeit da im Kreis auf Panik, weil dieser Typ, der sieht aus wie so eine Statue, oder? Ich denke mir so, der nimmt mich so und wirft mich dann weg, wie so ein Tamagotchi, ja, weißt du? Und auf einmal, Bruder. Irgendwann mal kam der Wärter und macht die Tür auf, weil er sauer war, weil ich 6 Mal schon geklingelt habe. Der sagt zu mir: Der ist nicht mehr hier. Und ich sitze im Bett und denke mir so: Alter, was soll ich jetzt machen, Digga? Ich habe so ekelhafte Bauchgefühl gehabt. Ich denke mir so: Digga, es wird hier eskalieren. Dann mache ich die Fenster auf und sage: Ivan. Der gibt mir keine Antwort. Ivan, ja, Blöd. Ich sag's ihm: Ey, Bruder, die haben mich gelinkt. Der hat deinen Wasserkocher, der sagt mir: Du bist dort. Und ich höre nur noch, diese Fenster geht zu. Hab mir gedacht, alles klar, Bruder, ich werde die nächsten 5 Jahre keine Freistunde mehr machen. Ich werde nur noch hier drinnen bleiben, definitiv.
und werde einfach so, statt fünfmal am Tag werde ich noch zusätzlich so beten, weißt du, dass mir einfach nichts mehr passiert. Morgen um 5.30 Uhr, 6.30 Uhr geht Zelle auf, duschen. Da hast du einen kleinen Korb gehabt, so eine Schüssel. Hast dein Shampoo drin gehabt, Zahnbürste, Zahnbürste und so Handtuch und so eine kaputte Boxershort. Dann bist du halt hinter diesem Wärter gelaufen. Läufst, auf einmal waren immer eine Abteilung, darf zusammen duschen. Weißt du, da waren so mehrere Kabinen. Ich gehe so in meine Kabine rein, dusche mich so ab, bla bla. Und ich schwöre dir, bei Gott und alles, was mir heilig ist, Alter, der ist über mir, der Ivan. Ich mache mein Gesicht mit Seife, Tür geht auf einmal steht da, Bruder, He-Man, Alter. Der hat, Bruder, was, der hat, ich sag doch, der sah aus wie eine Wachsfigur. Der stand so da, der hat einfach Adern gehabt in seine Pupille sogar, Digga. Der steht so da und knackst sich so und dehnt sich vor dem Duschen. Und ich hab mir gedacht, ich bin gefickt. Ich nehme jetzt diese Seife, ich hab Shampoo genommen, ganze Seife habe ich drin gedrückt, dass ich einfach aussehe wie so ein Schneeball, dass er denkt, ey, lass den bitte duschen, gell? Ich habe mich komplett eingeseift, weil ich mir gedacht habe, hoffentlich geht die Seife nicht mehr weg aus mir, damit er mich in Ruhe lässt. Und ich mache immer mehr Seife, aber man hört dieses Ding furzen. Ich denke mir so, das Ding ist leer, ich bin gefickt. Dann machst du immer noch weiter. Auf einmal gibt er mir eine Bombe. Ich bin wie ein Flummi, habe ich so, bin runter, hab mich an den geklemmt, Digga, auf einmal kamen die Wärter rein. Digga, die haben mich rausgeholt, wie so ein Wischmopp. Hab ich so gehauen. Der eine Wärter hat mir meine, der hat aus mir einen Zweibonbon gemacht, Alter. Ich war so. Da hat er mich so rausgetragen und ich war in der Zelle drinne, komplett erschöpft, komplett eingeseift. Hab geatmet wie so ein Welpe, der gerade auf der Welt kam, Alter. Und mein Waschbecken, der war so groß wie so ein, kennst du diese Goldfisch-Aquarium, wo nur so ein Goldfisch im Kreis, so groß war mein, ich habe mich die ganze Zeit da wie so ein kleiner, wie so eine Taube habe ich mich geduscht. Und hin und her, meine Augen haben nichts mehr gesehen. Ich habe 3 Tage lang Teddybär-Augen gehabt von dieser Seife, diese Shampoos hier abgelaufen im Knast. Und denke mir so, Digga, Alter. Und der Wichser, der hat diese Einwegrasierer gehabt, diese gelbe Einwegrasierer und hat hier was, dieses Ding, dann hat er mir das Ding über das Gesicht gezogen, weißt du, so als Respekt. So, du hast mich abgeriebt. Das war ja wie im Knast, darfst du keinen Tabak, keinen Zigaretten, also keinen Zigarettenkaffee, ist da heilig, Alter. Ja. Und dann war ich gefickt. Okay. Oh Mann, krass, krass, krass. Hart, Alter, ich sag doch, Alter. Und das ist Ossendorf. Ja. Dann kam immer ein Wetter zu mir rein und hat dann gesehen, dass ich geblutet habe. Ich habe ja Pflaster gehabt und so alles. Der so, ey, guck mal, ich sag dir eins, Regel Nummer eins, mach hier keine Faxen mit den Häftlingen, sonst bist du gefickt. Ich weiß, habe jetzt von Leuten rausbekommen, dass du Rapper bist und so alles, bla bla, aber ich sag dir nur eins, halt dich lieber an diese Regel, weil diese Regel von draußen werden dir nicht weiterhelfen. Hat er Tür zugemacht, Digga. Dann hast du da gesessen, hast du gesagt, was hat er gerade gesagt? Was ja komplett so, da sind ja komplett abgefuckte Leute gewesen, weißt du? Da gab's Gefängnisse wie hier im Umkreis, die für mich waren wie eine Diskothek, Digga. Da. So, du hast Leute getroffen, mit denen du feiern warst, die jetzt da gesessen haben. Das war so ein cooler Knast, weißt du, so bis morgens aufgestanden, Vögel waren in deine Zelle, haben gequietscht und weißt du, so, es war geile Frühling, weißt du, und dann bist du in düstere Leben gefahren, von mal hat da Bruder Geister mit dir geredet, Alter. Ja, drinnen sind ja auch andere Regeln als draußen halt, ne? So, da kann man vielleicht noch sich rauswinden aus einigen Problemen, genau. Connection hier, Connection da, das hilft einem auch nicht unbedingt weiter. Wie war es denn, als du dann rauskamst, inwieweit hat sich denn einiges geändert? Ich habe 2 Haftprüfungen gehabt. Mhm. Nach gewissen Monaten. Und irgendwann mal kam der Wärter und sagte zu mir, ey, du hast um 16.30 Uhr, nee, um 14.30 Uhr kommt ein Anwalt. Ich sag, okay, dann bin ich raus, Freistunde. Und bei uns war ja draußen in Freistunde so komische, so ein Zirkel, wo du Dips machen konntest, Klimmzüge, Liegestütze, Bizeps. Da habe ich ja trainiert mit ein paar Jungs. Und irgendwann kam der Wärter und sagte zu mir, ey, dein Anwalt ist schon da, der kommt jetzt. Ich sag, okay. Dann bin ich in so eine Zelle gewesen, so eine Wartezelle. Für deinen Anwalt, dann geht die Zelle auf, dann gehst du in so einen komischen Raum rein, dann redest du mit deinem Anwalt. Und ich sitze da, ich saß 3,5 Stunden in der Zelle und da kam keiner. Dann kam der Wärter, hat gesagt, ey, wenn in 15 Minuten dein Anwalt nicht kommt, bringe ich wieder zur Zelle. Dann kann er wieder zurückfahren, weil ich war in Köln im Knast. Und mein Anwalt ist ja aus Frankfurt. Und dann bin ich zurück wieder nach 15 Minuten zurück zur Zelle gegangen. Boah, Digga, diesen Tag vergesse ich nie. Der läuft und hält so ein Blatt in der Hand und sagt zu mir, hä? Und ich laufe so mit Handschellen. Ich sag, was denn? Und zwar so ein riesiger Gang. Und da waren so Leute, die haben gerade so komische Metallwagen geschoben mit so Geschirr, so Häftlinge, weißt du? Ich sag, was? Da hat sie gesagt, hier steht, du bist frei. Digga, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe. Blitzentlassung, oder? Blitzentlassung, genau. Hatte ich auf einmal. Der Staatsanwalt hat über mittags hat er gesagt, die haben verstanden, der Anwalt kommt, aber der Staatsanwalt hat gesagt, der darf raus.
mit Meldeauflage. Ich musste mich ein Jahr lang musste ich mich montags und freitags bei der Polizei melden, dass ich nicht das Land verlassen darf. Das heißt, mein Anwalt hat so eine gute Biografie hingelegt oder ein gutes Referat, oder wie das alles heißt, hingelegt, dass der Staatsanwalt gesagt hat, okay, wir lassen den erstmal raus bis zu Verhandlung und dann darf er Dings Ausweise, Pass abgenommen. Aber diese Entlassung war für mich krasser als jeder Geburtstag. Das war krass. Das Tor ging auf, ich bin rausgerannt. Die Idioten haben diesen Knast genau vor so eine Gleisel gebaut. Ich renn raus auf einmal fährt so eine U-Bahn, die hat mich fast mitgenommen. Was wäre ich umsonst? Was wäre ich gestorben, Alter, wegen dieser Entlassung? Ich renne schon noch. Ich renne nicht mehr wohin. Was passiert? Dann bin ich rübergerannt, Alter. Ja. Wie so ein Welpe, der gerade laufen lernt, Alter. Ich bin gerannt, auf einmal kommt dieser Zug, Ding, und ich renne dann weiter. Dann bin ich mit so einem kleinen Müllsack zur Tankstelle gegangen. Ich habe Entlassungsgeld bekommen, 151 Euro, glaube ich, war das. Nee, weniger. Nee, mehr. Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich Geld bekommen. Hab mir eine Red Bull geholt, Alter. Weißt du, wie geil Red Bull geschmeckt hat? Die richtig krass. Ich trinke Red Bull, es hat nach Gummibär geschmeckt. Wie damals, wo ich das erste Mal Red Bull getrunken habe. Habe ich Red Bull getrunken, Zigarette geraucht, saß so da. Und dann war so ein Typ da, hat mich dann zur Stadt rausgelassen. Dann war ich, ich bin mit Menschen, weißt du, so normale Menschen. Ich sehe Bäckerei Eifler und ich sehe Autos mit Reifen und so. Es war geil, Alter. Ich will die Entlassung ist brutal, Alter. Mhm. Ja, Mann. Und hattest du da das Gefühl, dass du doch jetzt einen Weg gehen willst, um nicht nochmal zurückzukommen? Wohin? In den Knast? Ach, mir egal, Alter. Ja. Wenn es kommt, kommt's. Kommt. Nein, Spaß. Ich sag jetzt mal so, ich bin niemals ein Mensch, der so sagt, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, weil Fehler sind da, um sie zu machen. Das, was ich gemacht habe mein ganzes Leben, sehe ich nicht als Fehler. Ich sehe einfach, dass ich was gemacht habe, weil es da war. Und ich musste es machen. Aber hast du dann nicht trotzdem Zukunftspläne gehabt? Doch, habe ich jetzt. Ja? Ja, was? Natürlich. Okay, worauf legst du jetzt Wert? Weil wir werden einfach. Jetzt gerade habe ich Ziele. Ich will halt so, wirklich so wie meine Vorfahren. Ich will 5 Frauen heiraten. So, nein, Spaß. Wollte schon sagen, wenn dann 4, oder? Ah, 4, sorry. Sorry. Nee, ich will halt jetzt normal Familie demnächst gründen, Kinder machen, Dings da, ja. Also ich will auf jeden Fall so einen richtig sauberen Weg gehen. Gehe ich ja auch jetzt gerade. Mein Leben ist gerade richtig top, ich bin zufrieden, bin beliebt, Leute mögen mich, ich mache mein eigenes Ding, habe mittlerweile Künstler unter Vertrag. Ja, Mann. Also wolltest du von der Künstlerperspektive wechseln auf Management-Ebene? Nee, ich bleibe immer noch Künstler. Natürlich, meine Musik hier ist ja gerade auch sehr gut unterwegs. Gott sei Dank läuft meine Musik sehr gut. Für mich, weißt du, ich habe meine eigenen Fans, international werde ich gebucht, Frankreich, Marokko, Medien berichten gut über mich. Ich bin sehr zufrieden, deswegen bleibe ich jetzt auf diesem Film. Nimm jetzt Künstler unter Vertrag. Ich habe jetzt einen Latino, der geht gerade durch die Decke für mich. Den habe ich jetzt gesigned, mit dem starte ich Südamerika ein bisschen. Ja, Mann. Ich würde gerne bei einem anderen Talk mal auch auf deine ganzen künstlerischen Aktivitäten auch safe, auf jeden Fall. Deeper eingehen, weil jetzt hatten wir nur die Möglichkeit, so ein paar Schnittpunkte halt wirklich nur anzuteasern. Ja, natürlich. Aber hast du mit dem Gedanken gespielt, eventuell mehr dein Leben zu präsentieren, sprich ein Buch schreiben, eventuell eine Filmung? Ja, also ich hab damals, das ist eine krasse Aktion, ich habe damals, das war kurz bevor ich mit Rotlicht aufgehört habe, hat mich Konstantin Film hat mich angeschrien gehabt, aber ich dachte, es wäre irgendein Russe von der Schule damals und denke mir so, scheiß auf die E-Mail, bis ich so 2-3 Jahre später diese Nummer angerufen habe, die war nicht mehr erreichbar. Und ich denke mir so, Dale, mein Puffchef, der, warum hast du mir nicht gesagt, dass Konstantin Film ist, Alter? Ich wäre jetzt in Hollywood. Ja, aber ich habe jetzt, mittlerweile habe ich schon Dings da Bock, auf jeden Fall sowas, weil ich sage jetzt mal so, ich habe wirklich sehr, sehr viel zu erzählen. Richtig viel, Alter, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Leute, ich will noch mal was mitteilen. Das, was ich jetzt gesagt habe, war alles Vergangenheit. Macht es auf jeden Fall heute nicht nach. Geht nochmal arbeiten, macht eure Schule. Macht auf jeden Fall nicht das, was ich gesagt habe oder was ich weiß. Das waren alles damals die Zeiten, die kann man heute sowieso nicht mehr machen, weil das Geld nicht mehr so wie früher auf der Straße liegt, Alter.